you. Montag, 15 Uhr. Wir starten in eine neue Woche. Herzlich willkommen zu NBC Giga. Und zwar haben wir jetzt 5 Stunden volles Programm mit richtig heißen Themen und coolen Gästen. Auf giga.de im Inside-Bereich könnt ihr euch schon mal über die Themen der Sendung informieren. Und vor allem im Inside-Bereich solltet ihr vorbeischauen, denn dort könnt ihr dem Chefkoch Jochen über die Schulter gucken, was der da so brutzelt und warum und überhaupt. Wir suchen nämlich das Giga-Menü. Also surft einfach schon mal bei giga.de vorbei im Inside-Bereich und dann wisst ihr mehr. Und natürlich hat auch der Stars-Bereich. Hallo Daniel. Heute ganz besonders extrem tolle Wochenstartthemen. Das stimmt, ja, bei mir verabschiedet sich gerade der Rechner zum Start in die neue Woche. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Bill Gates. Und wir haben ganz viele Gäste, gar nicht so viele, aber sehr lustige Gäste. Es wird einem vorkommen wie ganz viele Gäste, denn Mickey Krause ist da, mit dem werde ich 2 wunderschöne Tage auf Mallorca verbringen. Dann macht ordentlich Alarm. Demnächst mit seinem neuen Smash It. Achtung, seid ihr bereit zu Hause? Du bist zu blöd, um aus dem Busch zu winken. Ich glaube, den hat der Bohlen für ihn geschrieben. Dann sind Klee da. Die hat letztes Jahr, glaube ich, einen riesen Smash-Hit auf der Popcom. Erinnert so einer der 50.000 Bühnen da. Wie hieß der? Erinnert dich. Genau. Und da hätte man jetzt einen Gag draus machen können aus dem Titel, aber bin ich jetzt zu müde für. Ja, und wir beleben die Star Wars Fan-Movies wieder. Sehr also schön. Es gibt im Netz jede Menge. Ich habe ein neues gefunden und wenn du ehrlich bist, den Rest hast du eh schon nachgelesen, oder? Online. Auf der Seite, klar. Giga.de. Dürft ihr nicht verpassen. Und auch im Sport- und Fun-Bereich. Hallo Gregor. Hallo Geht's Vanni. Am Montag in die Woche. Aber sowas von, ich kann dir sagen. Es ich sind muss einige, hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, räum mal leid. Ein bisschen auf, solange du nicht die Flasche Wein umschmeißt, wie es deine Kollegin sonst ganz gerne mal tun. Bist du herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ja, es sind große Entscheidungen gefallen am Wochenende in der Welt des Sports. Der World Bowl fand statt, World Bowl 11 in Glasgow im Hampden Park zwischen den großen deutschen Erzrivalen Ryan Fire und Frankfurt Galaxy. Mehr und für alle Leute, die es nicht wissen, das ist Football. Das ist natürlich Football. Ja, natürlich. Ja, das muss man nochmal dazu sagen. Sein? Was Keine soll Ahnung. Das sonst sein? Keine Ahnung. Sagst du häkeln? Du hast aber jeder Grafikkarte von Klaas auch nicht. Das ist übrigens eine Grafikkarte, die er Doch, werde ich jetzt in Zukunft bestimmt mal sagen. Ich werde darauf achten. Ich werde jetzt klug scheißen. Ja, außerdem NBA, das ist Basketball. Ach so, wirklich? Wer nicht weiß, was Basketball ist, das ist ein bisschen wie Korbball, aber auch doch wieder ein bisschen anders. Korbball, kennst du Korbball ja, noch? Und die Farbe des Balles ist so ungefähr so. Ja, das sieht ziemlich genauso aus, hat auch ähnliche Oberflächenstruktur übrigens. Die Oberflächenstruktur eines Basketballs kommt dieser hier sehr, sehr nahe. Ähnlich. Genau. Mhm. Da gab es gestern Nacht ein entscheidendes Spiel und mittlerweile haben wir einen neuen Champion, den Nachfolger der LA Lakers. Dass die es nicht mehr werden würden, Meister, das wusste man ja schon vorher. Wer ist es jetzt geworden? Auch das verrate ich gleich noch irgendwann. Wir haben skandalöse Nachrichten von den beiden großen russischen Tennis-Diven, muss man schon fast sagen. Anna Konikova und Maria Schlag-mich-Totova. Ja, die ist nämlich ganz furchtbar laut und nicht nur dort, wo sie laut sein darf. Und die haben sich angezickt, die beiden? Nee. Nee, ich sehe schon, bist neugierig. Das ist gut so, gehen ins Bottom-Bereich, dann gibt es gleich alle Infos dazu. Wir haben ein tolles Movie of Day, wir haben Formel 1, Schumi hat ja gewonnen vor Schumi 2 und jetzt zeige ich das Wort. Es war ein großes Sportwochenende und ja, natürlich, ich werde ganz schnell hinübereilen zu den beiden, die schon schreien. Hallo Jochen, hallo Christoph. Hallo. Update ist daran. Ja, wir haben auch tolle Themen, wir reden über Paolo Pinkel. Ach der, kennst mit du dem den? Schnupfen. Genau, den, für alle, die nicht wissen, wer Paolo Pinkel ist. Wir machen mal eine typische Vanessa Handbewegung. Erklär das jetzt. Sagen Sie es doch. Ja, genau so. Nee, so müssen wir uns setzen, so. Ach ja, wir müssen so und so gegenüber sitzen und dann... Anfassen, immer viel. Und ja, aber das ist ja jetzt vorbei wahrscheinlich. Denn es gibt was Neues, steht bei uns im Update-Bereich. Oh ja. Wir reden natürlich über Friedmann. Über Friedmann. Interessantes Thema. Nicht wahr? Und außerdem, Ministertwister ist schon online. Oh ja. Ihr könnt schon gucken, was eure Teams machen und was euer Ministertwister-Team macht und wie viele Punkte ihr habt. Und was haben wir noch? Oh, Studentenproteste im Iran. Da geht es zurzeit wirklich rund. Aber die Führung, die geistige Führung des Irans sagt, die Amerikaner sind schuld. Die fördern nämlich diese Proteste. Und was haben wir noch als Thema? UN-Truppen nach Israel. Großes Fragezeichen. Außerdem haben wir noch... Also die ganzen Themen sind natürlich auf die Idee im Update-Bereich. Tony Blair hat die Unwahrheit gesagt. Der Lügner. Und Dosenpfand gibt es auch noch was Neues. Und was haben wir noch? Der Rest sagen wir gar nicht. Jochen kocht natürlich im Inside-Bereich. Ja? Ja. Ach so, hast du damals gefilmt, ja. Ja. Damals? War lecker. Gerade eben. Ja, natürlich. Eben hast du gefilmt. Genau, als das Jochen. Das ist für mich schon sehr lange her.
Ja, jeder, der nicht weiß, worum es geht, vielen Dank, ihr beiden, der kann natürlich im Inside-Bereich auf giga.de nachgucken, wenn er vorher im Update-Bereich war, denn da sind natürlich die großen Themen auch im Netbeat. Hallo Joey. Hi Vanessa. Na? Bei mir gibt es heute ganz viele intelligente Sachen, ja, finde ich ja immer am geilsten. Intelligente Ziegel, die dir dann als Hausbesitzer oder Hausbewohner sagen, wann es vielleicht einstürzt. Und ein intelligente Handy. Ziegel? Ja. Hausziegel an der Wand oder Beton oder was auch immer. Das und ein gut. intelligentes Handy, was deine Wünsche von den Augen abliest und es einfach schon mal tut. Der bestellt dann gleich schon mal das Essen, weil ich so hungrig bin. Oder? Ganz genau. Und er weiß auch, was er dir bestellen soll und bezahlt es gleich noch. Weißt du, verfügt über dein Geld. Das Handy ist total intelligent. Wow. Ja. Unglaublich. Ein verrückter Student hat sich ein Cockpit zu Hause im Keller gestellt, ein Original-Cockpit, und hat damit einen Flugsimulator gebaut. Das gibt es auch gleich noch. Und die Steuerfahndung sucht nach eBay-Sellern, Power-Sellern. Mhm. Der Fiskus ist auf dem Wege im Internet. Auf der Spur. Ich danke dir, Joey. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, Klaas. Hallo, Vanessa. Na? Was macht der Help Center? Geht's ihm gut? Ja, uns geht's richtig gut. Und vor allem werde ich heute allen Gerüchten zum Trotz endlich Jochens Mails beantworten. Weil Jochen wirft mir immer vor, ich würde seine Mails nicht beantworten und niemals würde ich auf ihn eingehen. Aber heute habe ich mir gedacht, nehme ich die Community zu Hilfe und wir werden Jochens Mails ausführlich beantworten. Das Wenn Jochen natürlich noch mehr Probleme hat, kann er es alle in den Comments-Bereich stellen. Er hat dich bestochen mit leckerem Essen. Er hat mich nicht bestochen. Er hat mich, im Prinzip hat er mich doch bestochen mit seiner Unkenntnis über alles, was Computer betrifft. Da dachte ich mir, okay, dem müssen wir jetzt helfen, dem müssen wir Abhilfe schaffen. Und darum werden wir uns heute kümmern. Es geht ein bisschen um DirectX und es geht um ein Festplattenproblem. Da hat sich einer eine Festplatte gekauft, eine riesengroße, und die kriegt er nicht wirklich zum Laufen. Und das ist ja sehr schade. Und da werden wir gucken, was wir da machen können. Das ist super. Und wenn ihr Fragen habt, ne, klar, klaas@giga4u.de hilft weiter. Helpcenter, Computer- und Softwareprobleme. Genau. Der hilft auch dem Jochen. Und jetzt geht's schnell heran zu Hallo, Felix. Hallo Vanessa. Na, alles klar? Ja, Montag. Ja, Montag ist ein Montag, der hat's in sich. Und während sich meine ganzen Kollegen hier den ernsteren Themen des Lebens widmen, widme ich mich hier dem Vergnügen, dem puren Vergnügen. Und das heute auf der Xbox mit einem sehr, sehr brandheißen Spiel. Und zwar Dakar 2, ein Spiel zum Rallye-Vergnügen, der Rallye Dakar 2002. Und ich muss mal sehen, ich bin zwar nicht so ein Rennspezialist, aber hast ich hätte mir Hast du ein Bild? Kannst du es in die Kamera zeigen hier? So sieht die Verpackung aus. Und Xbox-Version gibt es aber für alle drei Systeme, aber ich habe allerdings nur diese hier gefunden, deswegen für die Xbox. Auf jeden Fall, macht bestimmt Spaß und auf jeden Fall solltet ihr die nächsten 5 Stunden dabei sein. Wir haben tolle Themen und tolle Gäste und eine absolut coole Website, giga.de. Start voting. Games, Shopping, Top 5. Das Highlight diese Woche, Grand Theft Auto Vice City aus dem Hause Take-Two. Top-Spiele, Top-Preise, Top-Stories, nur bei uns. Heiße Infos zu allen Games. Go buy it. Shopping Top 5 auf giga.de. Supported by karstadt.de. Mehr Fun, mehr Action jetzt im Web. Ready to communicate. Bleib in Kontakt mit deinen Freunden in der Friend Area und hol dir die volle Ladung Spiele in der Game Zone. Gib deinem Phone den individuellen Look mit über 10.000 Logos, Picks and Tones. Zusätzlich jede Woche aktuelle Handys zu gewinnen. e+unlimited.de. Remaining 3. No Doubt. Running. Endlich die neue Single. No Doubt, jetzt. Remaining 2. Alles, was Sie über eBay wissen müssen. Der neue Pocket Guide von PC Professional. Jetzt für nur 2,99 €. Remaining 1. Ach, Christopher, ist das nicht ungewöhnlich? Schließlich habe ich ja nicht alle Tage Geburtstag. Aber nicht eine Geburtstagskarte, gar nichts. Erfrischung! Ah, Schwepps. Wenigstens darauf kann ich mich verlassen. Also wo kann der Briefträger wohl abgeblieben sein? Also du hättest ihn ja wenigstens mit mir teilen können. Schwepps, erfrischend bissig. Download complete. Start voting. We'll be right back.
Es gibt ja den Giga-Koch-Club hier. Da gehören ein paar Leute an, unter anderem auch Daniel und Jochen. Und die bekochen sich jeden Tag gegenseitig. Und der Hostkäfig, also unser Büro, ist direkt daneben und das riecht immer so super lecker. Und letztens habe ich dem Jochen einfach mal über die Schulter geguckt, als er ganz wild mit dem Kochlöffeln herumgewirbelt hat. Und er hat, es roch lecker, aber als ich dann erfahren habe, was es ist, naja, da verging mir als Vegetarierherz dann doch der Appetit. Aber schaut euch das Movie an. Auf giga.de im Inside-Bereich könnt ihr euch das Movie downloaden oder auch als Play-Movie einfach abspielen. Ich guck mal, hier habe ich es geladen für euch. Jetzt geht's los. Heute ist was Besonderes. Lass uns machen. Der Rechner spinnt manchmal ein bisschen. So, und nochmal von vorne. Banana, potato, some fruit from the fridge, tomato, sultana. Heute ist was Besonderes. Lass uns essen. Zebrastreifen. All I need is some food. Vanessa, ich esse. Oh, how I love my food. Streifen aus dem Zebra mit, hier mit Salat, mit Salat. Ich schneide mal dieses Zebra an und innen drin, oh, na, da wird er, oh, man kann eigentlich schon fast die Gruppe zum Essen rufen. Lass uns essen und dabei alles vergessen. Wir können auch etwas sprechen, das liegt ganz in unserem Ermessen. Lass uns essen. Wichtig ist, nicht mit der Gabel reinstechen, sonst läuft das Zebra aus. Deshalb immer schön den Löffel nehmen. Und immer wenden, wenden, wenden. Am Anfang große Hitze, ja, und dann später nur noch garen. Außerordentlich gut gelungen heute. Und immer Deckel drauf. Deckel drauf spart Energie, die Hitze kommt von oben und das Zebra wird gesund. Ja, lecker. Auf dem Freeway hinterher, der Holzplatz. Hast ja auch Hunger, ne, Schanze? Nee, Speed. Der Scheiß ist sehr süß. Zebrastreifen. Das waren Zebrastreifen. Zebrastreifen sind für mich irgendwie Lakritz mit Pudding oder so. Oder Sahne. Aber das waren Zebrastreifen. Also wirkliches Zebra. Ich weiß es nicht. Und dann sind so ein paar Sachen, da sagt doch Jochen einfach, und immer schön mit dem Löffel umrühren. Das war doch eine Gabel, oder? Und was zum Teufel heißt, das Zebra wird gesund? Das Zebra wird gesund, Jochen? Ja. Hast du gesagt? Warum soll das Zebra gesund werden? Also wir haben auf jeden Fall viele Fragen zu klären. Kommt in den Comments-Bereich und erzählt mir eure Lieblingsgerichte, dann werden wir vielleicht ein Giga-Menü basteln. Also auf giga.de im Inside-Bereich. Jochen Le Chef. Hier. Große Überschrift heute. Ach. Beifall für Eichels Steuerpläne. Ja, die ganze Nation gratuliert dem Herrn Eichel. Es geht hier um Steuersenkung. Und auch unsere UPOC hat gedacht, hey, wir belohnen dem Herrn Eichel. Und man siehe da, wenn man auf die Stats geht beim Minister Twister, sind aktuell, dann ist der Herr Eichel der Gewinner der Woche. Oh, gut, dass ich am Freitag gesagt habe, nehmt auf keinen Fall Herrn Eichel in euer Team, weil diese Steuerpfeife wird eh entlassen. Hast du gerade Steuerpfeife zu unserem Finanzminister gesagt? Nein. Richtig zu so. Zu dir. Richtig so. Auf Platz 2 ist Joschka Fischer. Er bekommt von der UPOC heute 4 Daumen nach oben. 3 Daumen, ich weiß nicht warum, für Innenminister Otto Schily. Wie alt ist der eigentlich jetzt? Knapp 100. Ja. Nein, er ist gar nicht so alt. 70 ist er, glaube ich, Otto Schily, oder? Ja. Otto Schily?
Ja, okay, zwei Punkte gibt's für Renate Schmidt und einen Punkt gibt's für Ulla Schmidt. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, der Loser der Woche, Manfred Stolpe. Es tut uns leid. Und Renate Künast mit zwei und also, Heidemarie Witscherig-Zoll. Otto Schily ist 1932 geboren, am 20. Juli. Er hat bald Geburtstag. Hast du schnell nachgeguckt, ne? Nein. Wie kommst du auf die Idee? Ich sehe es da gerade. So, und jetzt bin ich mal gespannt aufs Ranking. Christoph hat die ganze Zeit, hey, ich bin 800er, ich bin 800er, ich bin super und du bist 2800er. Aber die Deppen von Dienst, ich glaube, letzte Woche waren die auch sehr gut, von Thomas, führen mit 207,61 Punkten. Da freut sich der Thomas Schanze und ich wette, dass das Team Deppen von Dienst nicht von dir ist, obwohl der Name passen würde. Finde ich auch. Ach so. Ist es wirklich dein Team? Ja. Jochen. Also, Jochen, falls jemand das Team Deppen von Dienst hat, Thomas heißt, schmier schnell eine Mail. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Ich glaube das nämlich überhaupt nicht. Aber Deppen vom Dienst ist schon überzeugend eigentlich, oder? Als Argument. Ja. Für die Sportentfandler. Das ist hier zumindest das, das Team von Thomas, von Deppen von Dienst, was wirklich auf Platz 1 ist. Und man sieht, man muss gar nicht unbedingt immer die besten Politiker im Team haben. Ja, man muss gar nicht bei der UPOC so viel gewinnen. Es reichen auch die anderen Zahlen. Oder? Hast du mit mir darüber geredet oder nee, mit dir selbst? Ich rede mit dir nicht mehr. Ach so. Zeig doch mal dein Team, Christoph. Ja. Du hast ja jetzt seit ungefähr 2 Stunden mir in Ohr voll gesabbelt, wie toll du bist. Jetzt kannst du es auch der großen, weiten Welt zeigen. Gut, gerne. Also, ich hatte Herrn Fischer, Herrn Schily, Frau Schmidt, Frau Zubries, Herr Struck. Ja? Und dazu kommt, wenn man hier unten hinguckt, fast alle Superpunkte. Ich hatte 4 Daumen nach oben, 3 Daumen nach oben und 2. Und diese 2 halben Hähnchen gab es auch noch kostenlos dazu. Also, und ich habe noch die Extra-Zitate und U-Frage vergessen. Einfach so. Also ich finde, das war ein ganz gutes Team im Gegensatz. Wir können mal nach Jochens Team gucken. Sekunde. Wenn ihr wissen wollt, wer wo ist, geht ihr auf das Ranking. Da seht ihr dann zuerst mal die ersten, die Top 10. Ranking overall und die Top 10 der letzten Runde. Und dann gibt ihr hier Nickname Jochen ein. Ja? Das ist Jochen. Und dann könnt ihr dann direkt gucken, auf welcher Position er liegt. Und wenn ihr auf die Jockel-Alarm klickt, so heißt das Team, mit immerhin 33 Punkten, seht ihr, wen Jochen im Team hatte, nämlich Herrn Stolpe. Herrn Stolpe. Und Herrn Trittin, das war auch ein Fehler. Und den werde ich nämlich jetzt gerade, wenn ihr noch auf meinen Rechner geht, ich werde diesen Mr. Trittin jetzt nämlich gerade aus dem Minister-Twister-Team löschen. Und das hat auch einen aktuellen Anlass. Steht bei uns heute im Update-Bereich. Oh, so sieht's aus. Ja, der hat sich ja am Wochenende mit der Industrie getroffen und hat dann gesagt... Am Freitag schon. Ja, siehst du, ist ja das Wochenende. Ach so. Ich war ja nicht da. Und da hat er sich mit der Industrie geeinigt. Er hat sich geeinigt und gesagt, hey geil, ab 1. Oktober machen wir ein einheitliches Rücknahmesystem. Ist er vor die Presse gegangen, so hast du mir das heute Morgen erzählt. Ja, so ungefähr. Aber die Industrie hat dann hinterher gesagt, was erzählt denn da? Genau, es war ja Grünparteitag. Grünparteitag war am Wochenende. Wir wollten einen großen Artikel drüber schreiben und haben uns dann überlegt, ist uns zu langweilig, was die Grünen am Wochenende machen. Und da, aber da hat Herr Trittin gesagt, alles super, es kommt. Ja. Ja? Aus losem Pfand, ist okay. Ja? Mhm. Und? Aber es kommt doch nicht oder keine Ahnung was. Lest den Artikel, den findet ihr fast schon online im Update-Bereich und natürlich auch einen Artikel über Herrn Friedmann. Friedmann. Genau. Besser bekannt als? Paolo Pinkel. Paolo Pinkel. Wer diese Sache lesen will. So muss man machen. Hm. Achso. Okay, ich habe übrigens Künast für Trittin. Ob das besser ist, keine Ahnung. Weiß es. Wir haben für euch extrem viele Themen heute. Ob die alle extrem geil sind, das müsst ihr selbst entscheiden. Aber extrem bunt gemischt auch. Und Micky Krause kommt erst in der nächsten Stunde. Ja, genau, in der nächsten Stunde. Aber ich kann euch jetzt schon verraten, dass wir nächste Woche, ich glaube Dienstag und Mittwoch, werden Micky Krause und ich zwei traumhafte, erholsame Tage am Ballermann 6 in El Arenal auf Mallorca verbringen. Und ihr könnt jetzt schon bestimmen, was Micky Krause da alles machen soll. Also... Doch, ich werd dafür sorgen, Jochen, Schnauze, ich werde dafür sorgen, dass ihr das auch macht, was ihr euch wünscht. Es gibt dazu ein Vote und ihr könnt eure Vorschläge
Den Jochen müssen wir nicht einblenden. Ich glaube, den haben wir gerade mit 5 Minuten lang genug gesehen. Und ihr könnt eure Vorschläge per SMS an mich schicken. Einfach eine SMS an die 74 mal die 2 und dann in den Text reinschreiben, Giga, Leerzeile, Daniel, Leertaste. Und dann euren Vorschlag, was Micky Krause machen muss auf Mallorca. Wir werden das Ganze dann filmen und euch zeigen. Und ihr könnt hier schon mal voten, was soll er denn tun auf Mallorca? Sich bis zum Kopf eingraben lassen, in einer Wanne voll Sangria baden, eine lebende Pyramide aus Friseusen bauen. Das finde ich geil, aber die müssen alle nackt sein. Ohne Wasserski, Wasserski fahren, finde ich auch nicht schlecht. Oder nackt Parasailing. Müssen wir noch gucken, wo wir das Seil festmachen. Das könnte auch ganz witzig werden. Und dann gibt es auch einen anderen Vote, welchen Smash-Hit ihr von Micky Krause am besten findet. Den lösen wir nachher aber auf, wenn er wirklich da ist. Und es gibt die Meldung, dass... eine schöne Meldung für euch da draußen. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass Superstars ganz oft in Kontakt kommen mit schlimmen Drogen und dann ganz runterfallen von ihrem hohen Ross. Und so ging es auch Stefan Ross. Der, ihr wisst schon, der, wo gar nichts in Wirklichkeit rauskam, wie ein Skandal dann, wenn das Ganze entdeckt wurde. Und durstig aller Stefan Ross heißt unser Artikel. Der wurde hackedicht in der Nähe einer Bushaltestelle gefunden, lag da irgendwie auf dem Boden, hat das ganze Gesicht alles auch zerkratzt, weil er sich gestoßen hat, ganz schlimm hingefallen ist er vorher noch. Und jetzt lag er dann da. Und ich glaube, also aufgehoben hat ihn niemand. Man hat dann geguckt, lebt noch, alles klar, sind die Leute in den Bus gestiegen. Und lasst euch das eine Lehre sein, ja? Trompeten allein macht nicht glücklich. Und hier bei den Related Links, eigentlich ist die Meldung gar nicht so spannend. Aber die Links da unten, die sind richtig geil. Und zwar der eine führt euch zur Volksmusik, einer tollen Website, die an sich überhaupt nichts zu bieten hat, aber ein spannendes und sehr unterhaltsames Gästebuch. Zum Beispiel hier, das ist toll, 10.06. schreibt Jochen, wer sucht noch einen guten Tischplatz ganz vorne für Musikantenstadion Flensburg am 14. Juni? Und am besten fand ich da drunter, schreibt Sabine Pöhn, Schlager sind kacke! Heavy Metal ist am allerbesten. Sehr schön. Und ich würde mich freuen über Infos zur Neuerscheidung, folgende Bereiche, Volksmusik, Volksmusik, Schlager, Horst, Klinikradio. Ist auch schön. Ja, schaut's euch an. Und wem das jetzt auch zu blöd war, der freut sich bestimmt über unseren Star Wars Fan-Movie-Bericht. Wir haben ein neues Fan-Movie ausgegraben. Und zwar hier draufklicken. Kurzen Artikel, worum es geht. Hier findet ihr dann noch mehr Fanmovies und hier könnt ihr euch dieses Fanmovie herunterladen. Es geht um zwei Typen, die damit beauftragt sind, den Todesstern zu reparieren, beziehungsweise die Kaffeemaschine innerhalb des Todessterns. Aber dann greifen die Rebellen an. Ja, und dann kommt alles anders, als man denkt. To control. We've reached level 376. Have you located the source of the malfunction? Central computer has located a fault at the XP-71 processor at that junction. Fix the unit before it goes critical and try not to pull down the shaft. Not when I've got my lucky electro gripper. Doesn't look that lucky to me. So, where's this unit we're supposed to fix? Oh, jetzt habe ich den Climax verpasst. Ich wollte an dieser Stelle aufhören und sagen, ob sie wirklich die Kaffeemaschine am anderen Ende des langen Korridores mit dem tiefen Loch in der Mitte reparieren können. Das sehen wir in 20 Minuten. Wer so lange nicht warten will, kann sich ja 40 Minuten den 50 MB-Clip herunterladen oder einfach warten. Dann gucken wir uns das Ende an. Es wird noch total spannend. Und jetzt gucken wir uns Alexander Klavs an mit seinem ganz neuen Smash-Hit Stay With Me. Und wenn ihr Fragen an Alexander habt, der ja morgen hier ist, wenn ihn nicht der Blitz trifft, dann könnt ihr mir jetzt schon eine Mail schicken an daniel@giga4u.de. Viel Spaß. Games. Von Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr. Brandaktuelle News, Top-Previews und die neuesten Demos zu den heißesten Spielen. Hol dir die Infos. Games by Giga. Supported by Vodafone Load a Game. Loading commercials.
Quatsch. Silver, Jeanette, Chartbox, die aktuellen Topics als Serie. Rufen Sie an 0185-122-122. Jetzt 14 Tage unverbindlich reinhören und mit 60% Preisvorteil testen. Die Chartbox, die Highlights zum Start für nur 5 Euro. Und wenn Sie noch heute anrufen, gibt es dieses Handyfeuerzeug gratis dazu. 0185-122-122. Remaining one. Nachtisch. Tja, ohne Dings kein Bund. Persönliche Information, Köln 892031. Download complete. Giga Games PC. Hier gibt's die aktuellsten News, die schärfsten Tipps und die allerneuesten PC-Spiele. Von den Giga-Profis live präsentiert. Schaltet ein, ihr werdet es nicht bereuen. Montag bis Freitag von 22 bis 0 Uhr und immer online auf giga.de. Giga Games PC. Energized by Snickers. Es ist 15.32 Uhr und wir begrüßen euch zu einer neuen Woche NBC Giga und hier geht es spannend weiter. Um 42 sind wir im NetBeat-Bereich zum Gast bei Joey. Und Joey, stellt euch ein intelligentes Handy vor, welches die Flüge selber bucht. Das ist doch mal was. Um 45 sind wir dann zu Gast bei Star und Daniel. Und Daniel zeigt euch den Rest des intergalaktischen Star Wars Fan-Movies. Die Macht möge mit euch sein. Um 55 sind wir dann zu Gast bei Felix im Cockpit und bei den Games. Denn Felix spielt Dakar 2 für die Xbox. Der Games-Bereich ist supported bei Vodafone Loadgame. Das alles und wie immer noch viel, viel mehr in der nächsten halben Stunde auf giga.de. Mulle Matsch, die Seite mit der Kuh, das ist nicht nur was für Kleine, sondern auch für Junggebliebene und für Große, die Spaß an kleinen Sachen haben. Mulle Matsch, die ist ein Webtipp im Inside-Bereich. Die Seite ist super. Ich habe da jetzt eben bestimmt eine halbe Stunde zugebracht, alles auszuprobieren, was man machen kann. Ja, man kann mit der Kuh durch die Gegend gehen und am besten ist Professor Gierde Neu. Ha, Neugierde. Und da gibt es eine Werkstatt, da kann man sich umschauen in seinem Büro und findet allerlei. Unter anderem kann man zum Beispiel hier den DAX sich genauer anschauen. Denn Professor Neugierde sagt euch zum Beispiel, wovon sich der DAX ernährt. Insekten, Würmer und Beeren. Meistens lebt er im Wald. Und mit diesen Krallen kann der DAX sehr gut graben. Er hat bis zu 5 Junge. Und das alles erfährt man. Ganz süß gemacht ist die Navigation. Wenn man mit der Maus über das Tür fährt, sieht man zum Beispiel den Schädel. Und dann kann sich der DAX natürlich in den engen Erdgängen gut bewegen. Und wenn wir wieder zurück zu Professor Neugierde gehen, dann finden wir zum Beispiel auch hier bei dem Mikroskop, diese komischen Pflanzen, die da heißen, rühr mich nicht an. Wenn man sie anrührt, dann springen sie auf. Und wenn wir uns sie genauer angucken wollen, dann klicken wir einfach auf das Mikroskop und können uns ganz genau anschauen, wie diese Pflanze aussieht. Wir können ja mal wieder zurück zur Homepage gehen. Ups, jetzt bin ich beim Konstromat gelandet. Das wollte ich zwar gar nicht, aber ich kenne mich aus mit dem Konstromat. Da müsst ihr einfach nur hier so Sachen wählen und dann könnt ihr was konstruieren, zum Beispiel mit diesem komischen Rohr und mit dieser Trompete, was man daraus machen kann. Eure Erfindungskunst sind keine Grenzen gesetzt.
Da könnt ihr euch auf jeden Fall austoben. Aber ich wollte euch ganz kurz noch, auf der Hauptseite kommt man nämlich auch mit diesen beiden, mit Luise und ihrem Freund, per Bus zum Beispiel zum fahrenden Sofa. Da steigt man dann in diesen Bus ein. Also Kuhweide, Obstwiese und Riesenloch sind auch super interessant. Aber jetzt zum Schluss, ich habe nicht mehr so viel Zeit, zeige ich euch noch mal ganz kurz das fahrende Sofa. Denn da kann man von der Erde, ja, da wollen wir mal uns umgucken hier in der Erde, Doppelklick, geht die Tür auf, kann man bis zum All fahren. So sieht die Erde aus. Da haben wir den DAX zum Beispiel wieder. Und dann fahren wir den Aufzug hoch bis oben. Das ist der Baum, dann kommt der Himmel und dann kommt das All an den Wolken vorbei, direkt in die Galaxie. So sieht es da aus. Luises Fahrstuhlsofa ist auf jeden Fall ein Klick wert. Die ganze Kuhwiese oder Müllematsch, wie der Webtipp auch immer heißt. Ja, jetzt geht's auf. Da ist er. Okay, viel Spaß im Inside-Bereich. Unter Webtipps findet ihr diesen coolen Link. So, und schon sind wir wieder bei Help. Und bevor ich gleich eine Milliarde Mails kriege, nein, ich weiß auch nicht, weil ich weiß auch nicht, warum unsere Seite nicht funktioniert. Und nein, ich kann daran auch nichts ändern. Das zu dem Thema. Heute haben wir auch natürlich wieder zwei Mails für euch. Unsere Seite, wie gesagt, funktioniert nicht wirklich. Aber ich habe mich natürlich dementsprechend vorbereitet. Von daher kann ich euch die Mails einfach mal zeigen. Die erste ist von Markus. Marco, es dreht sich um Festplatten. Hi, ich habe mir gestern eine Samsung 140 GB mit 7200 Umdrehungen pro Minute gekauft, eine Festplatte gekauft. Als ich sie eingebaut habe, hat der PC die Festplatte zwar im BIOS erkannt, aber in Windows habe ich sie nicht zu sehen bekommen. Die Jumper waren auch so gesetzt, dass sie als Slave erkannt wird. Ich musste sie dann aber alleine als Master setzen und dann formatieren. Allerdings hat das in DOS auch nicht geklappt. Und als ich dann schon aufgeben wollte, hat er sie, als alles wieder Standard angeschlossen war, angezeigt bei WinXP. Doch leider ist sie in NTFC-Format und ich möchte sie aber in FAT32 haben. Doch bei FC zeigt der PC die Festplatte gar nicht an, auch wenn ich eine Nicht-DOS-Partition löschen möchte, zeigt er sie nicht an. Dann habe ich es jetzt erstmal so gelassen, aber nun habe ich das Problem, dass circa alle 15 Minuten mein PC abstürzt, wenn ich auf die große Festplatte zugreifen will. Also entweder liegt es am NTSC-Format oder dass mein BIOS diese große Festplatte nicht erkennt, obwohl im CMOS 120 GB von Samsung steht. So, bei Samsung auf der Webseite hat er auch nichts gesehen und dann hier unten, Klonkrieger hat es richtig bemerkt, du hast in deiner Mail geschrieben, dass sie NTSC formatiert ist. Das Format heißt NTFC. MTFS und nicht NTSC. Hat DJ Jesse Jeff genau richtig hingeschrieben. NTSC ist natürlich das Videosignal und NTFCFS, mein Gott, ist das Festplattenformat. So, ich heute wieder mit 5000 Knoten in der Zunge, großartig. So, und dann haben wir natürlich noch eine andere Mail, ich habe sie groß angekündigt, und zwar von meinem lieben Kollegen Jochen. Die funktioniert noch nicht ganz, aber ich habe sie natürlich auch für euch hier in meiner wunderschönen, beziehungsweise Schuhs, wunderschöner Mailmaske. Ja, und zwar wollte Jochen gestern ein Spiel mit DirectX 9 installieren, aber wie wir Jochen kennen, hat er natürlich keine Ahnung, ja. Und das Spiel wurde installiert, aber DirectX 9 wurde nicht komplett installiert, da eine Datei den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat. Normalerweise kann man den überspringen. Diesmal ging das jedoch nicht. Dann hat er hier seine paar Spezifikationen hingeschrieben, was sein Rechner kann und nicht irgendwie, ja, und jetzt wartet er auf unsere Hilfe. Ja, weil Jochen ist ja eigentlich immer derjenige, der mich immer anblufft, dass ich ihm nie helfen würde, nie auf seine Mails antworten würde. Schon auf seine komische Drucker-Mail habe ich ja angeblich nicht geantwortet, habe ich aber darauf geantwortet. Und dann dachte ich mir, hey, gut, dann helfen wir halt heute dem Jochen gemeinsam, ja, und wenn Jochen noch Probleme hat, kann er die auch in die Comments schreiben, dann lösen wir die halt auch noch, weil wir wissen ja alle, im Prinzip kennt er sich nicht so wirklich aus und braucht wirklich dringend unsere Hilfe. Also wenn ihr wisst, woran das liegen kann, sei es mit DirectX 9 oder der Festplatte, dann geht ihr jetzt natürlich in den Artikel rein, wenn sie funktionieren, Festplatte funktioniert, Jochen dauert noch ein bisschen, denke ich, 2-3 Sekunden oder so, dann funktioniert das auch und versucht den in den Comments da zu lösen, ja, ganz klar. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, irgendwas rund um den Computer und meint, hey, ich muss irgendwie was ganz Wichtiges wissen, ich will mir einen neuen Computer kaufen, meine Software funktioniert nicht, meine Festplatte funktioniert nicht, meine Grafikkarte tut es nicht, dann schreibt ihr natürlich an mich eine Mail, an Klaas Giga4U oder schickt mir natürlich eine SMS an GigaKlaas74x2, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ihr könnt, wie gesagt, auch unter die Artikel gehen und das dann in den Comments reinposten, euer Problem, damit wir wissen, was für ein Problem ihr habt, dann können wir das nämlich auch lösen, weil wenn wir das Problem nicht wissen, können wir es auch nicht lösen. Ist ja relativ logisch eigentlich. So, heute also Festplatten und der große Wir-Helfen-Jochen-Tag, damit die Updater auch irgendwann wieder einen funktionierenden Computer haben, obwohl ich mich immer ein bisschen frage, was Jochen mit einem Spiel bei Update will. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, wie gesagt, schickt ihr jetzt an mich eine Mail.
mache ich denn jetzt, Thomas? Guck mal in den FileMaker. Ich soll in den FileMaker gucken? Da steht dann, was ich mache. Ja. Moment. FileMaker. Hast du eingetragen heute, ne? Ja, für dich jetzt. Ah, Movie of the Day, 15:39. Okay. Mache ich das jetzt wohl. Sonst nichts? Ich mache ganz gerne mal Movie of the Day und irgendwas anderes noch, ja, in so einem Take. Themenpräsentation. Themenpräsentation? Haben wir gute Themen heute? Mal gucken. Kopf über den Haifischbecken ist auch von Freitag. Der Artikel. Ja. Wieso ist denn der Teaser noch nicht da? Der ist so gut angekommen. Ah. Naja, ich werde dann einfach mal loslegen. Ne? Ja, willkommen. Montag, es ist dies, damit der erste Spot of Fun Take dieser Woche. Ich bin mir sicher, sie wird großartig werden. Nicht zuletzt deswegen, weil euch morgen hier Thomas Schanze begrüßen wird und auch heute im Laufe des Tages irgendwann übernehmen wird. Das würde ich sagen, ja, völlig zu Recht. Wir reden heute noch im Verlauf des Tages über die NBA, über den neuen Champion. Wir reden auch in der NFL Europe über den neuen Champion. Wir reden über die wahren Football-Experten im Hause Giga Sport und Fun. Wir haben dazu ein Vote, den könnt ihr jetzt schon mal anschauen und eure Stimme abgeben. Ich denke mal, ihr wisst, wem ihr eure Stimme geben müsst. Dürfte nicht so schwer sein. Ja, ich zeige es euch ganz kurz. Der Vote ist hier unten, neben den ganzen großartigen Events. Unten ist der Vote. Wer ist der wahre Football-Experte bei Giga? Der Schanze, der Dude, Teicher oder die haben doch beide, keine Ahnung. Das ist ein Vote, der auf jeden Fall eure Stimme braucht, eure Stimme verlangt und ich bin sehr gespannt, wie ihr dann am Ende des Tages entscheiden werdet. Außerdem reden wir über die russischen Tennis-Dieben. Maria Nikova? Guck mal eben nach. Ich muss jetzt aufwissen, wie die heißt. Sharapova. Ist gar nicht so schwer eigentlich, oder? Sharapova ist eigentlich relativ einfach auszusprechen. Ist jetzt nicht so der Zungenbrecher. Also Maria Sharapova, die ist ja erst 16 und die stöhnt ganz gerne mal. Was es damit auf sich hat, könnt ihr hier nachlesen. Und außerdem findet ihr in dem Artikel auch noch einiges über den Werdegang, die Herkunft von Anna K. aus R., Anna Konikova. Dass möglicherweise ihre ganze Tenniskarriere sich gründet und bezahlt worden ist am Anfang, investiert worden ist mit Mafiageld. Von Mafiageld, schmutzigem Geld, Drogengeld. Möglicherweise, was dran ist an den Anschuldigungen, wir werden es in den nächsten Tagen verfolgen und das könnt ihr auch schon im Einzelnen hier nachlesen. Natürlich gibt es auch schwarze Picks von den beiden Damen. Das ist hier die Sharapova. Ne? Genau, Maria Sharapova. Hat leider keiner mehr mit Photoshop bearbeitet, dieses Foto, deswegen hat sie extrem rote Augen, aber macht ja nichts. So, das soll es jetzt gewesen sein mit den Themen des heutigen Tages. Jetzt gibt es erstmal das angekündigte Movie of the Day, denn das soll ich ja eigentlich machen. So zumindest hat mir das Thomas in unser Redaktionssystem eingetragen. Movie of the Day von heute, es heißt Millionär und ist selbstverständlich im Donnerbereich von Spotify für euch herunterladbar unter dem Eintrag bei den Movies, unter dem Eintrag Millionär. Und so sieht's aus. Viel Spaß. Wenn ich mir so die ratlosen Gesichter von Jochen und Christoph anschaue. Ah, er hat verstanden. Er hat es doch verstanden. Du hast nicht verstanden, Christoph? Nicht? Wirklich nicht? Ja, komm. Vielleicht ist die Auflösung ein bisschen schlechter auf dem Plasma. Ist auch ein kleines Ding. Guck mal hier, die Hose. Fällt dir da was auf? Er hat reingepullert. Richtig. Richtig. Das Haus ist einfach zu groß. Ja? Er ist einfach zu reich, sein Haus ist zu groß. Die nächste Toilette war zu weit weg. Er hat es nicht mehr geschafft. Das war jetzt... So, der Witz dahinter. Ah, jetzt hat er das verstanden. Gut, Movie of the Day, ihr könnt es runterladen aus dem Donnerbereich und ihr könnt es dann am Freitag wieder, Ende der Woche, zu eurem persönlichen Movie of the Week wählen, wer weiß schon. Und vergessen wir beim Thema Vote nicht, den Vote über den wahren Football-Experten bei NBC Giga Sport in Fun. Bis gleich. Wenn ihr gerne bastelt oder Zukunftstechniken zu Hause ausprobieren möchtet oder einfach etwas zu Hause haben wollt, was andere nicht haben, habe ich jetzt eine ganz große Überraschung für euch. Moment. Ja, kein Speedpad, sondern heute Future Technics von Cosmos. Das könnt ihr gewinnen und dann könnt ihr viele, viele schöne Sachen machen. Zum Beispiel euch ein Solarhaus bauen oder ein Solarauto, einen Sonnenofen. Sieht aus wie...
wie soll man das sagen? Kennt ihr die Frauen, die sich manchmal so eine, zum Sonnen, so eine Wand hier vors Gesicht halten, einen Reflektor, der die Sonne im Grunde dann auf das Gesicht reflektiert und das bräunt? Ja, so ähnlich funktioniert dieser Sonnenofen auch. Dann haben wir noch ein Windrad für die, oder eine Klimaanlage. Ganz, ganz viele schöne Dinge. Insgesamt, glaube ich, 70 verschiedene Experimente. Da muss ich jetzt selber mal kurz lesen. Guck mal, Tom, die Seite sieht noch viel schöner aus. Ja, 70 Versuche mit über 20 Geräten. Spielerisch erledigen. Das alles könnt ihr tun. Und vor allem müsst ihr es natürlich vorher erst gewinnen. Und wie ihr das gewinnt, das zeige ich euch jetzt. So lange bleibt es hier schön bei mir unterm Tisch stehen. Und ihr scrollt euch jetzt ganz weit runter. Und normalerweise war der Win-Button immer hier, wo das Giga Global ist. Jetzt müsst ihr noch unter den Eventbereich, wo auch später hier gleich noch ganz viele Events stehen. Und dann klickt ihr euch auf diesen Pfeil. Ja, dann seht ihr schon alles, was ihr bei uns im NetBeat gewinnen könnt. Hier auch das Future Techniques Experimentierkasten von Cosmos. Dann geht ihr weiter auf Go Win. Und klickt euch so lange durch, bis irgendwann dieser Kasten und das schöne Bild mit dem Häuschen erscheint. Moment, hier ist es. Und dann tragt ihr euch hier unten ein, klickt einfach nur noch auf Abschicken. Und dann drücke ich euch ganz doll die Daumen, dass ihr es natürlich bald zu Hause habt. Und wenn ihr dann alles aufgebaut habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ganz viele Fotos schickt an joe@giga4u. Vielleicht können wir die dann einfach noch da drunter hängen für alle, die es auch noch gewinnen wollen. Und der Martin, ja, der hat sich auch schon fast eins gesichert. Und dann wird sich ganz viel Experimente machen mit euch zusammen. Alright, kommen wir zu einem schönen Thema bei uns heute im NetBeat und zwar intelligente Handys. Dieses kleine Teil hier soll in Zukunft den Besitzer beobachten. Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Ein Tag beginnt. Ja, euer Handy weckt euch und schmeißt schon mal die Kaffeemaschine an, bestimmt die Wärme von dem Wasser, eurer Badewanne oder der Dusche. Und dann denkt es sich, oh, heute ist ein Termin, heute Abend ist doch Donnerstag, da trifft er sich doch immer mit der Geliebten. Ich bestelle schon mal einen Restaurantplatz im Lieblingsrestaurant, ja, ruft da an im Grunde, bestellt diesen Tisch und bezahlt den Tisch auch gleich. Bezahlt womöglich schon das ganze Essen, was aufgefahren wird und den besten Champagner dazu. Dann guckt das Handy im Terminkalender weiter und denkt sich, ach, nächste Woche ist ein Termin in Los Angeles, dann buche ich doch gleich schon mal den Flug. Wumm, fertig. Ja, euer Geld ist weg, das Handy hat sich aber um eure Wünsche gekümmert und das soll das denkende Handy machen von einer Firma, die sich nennt... Habe ich das denn jetzt hier? Mobile VCR und zwar sind dabei Nokia, Sony, Vodafone und noch viele, viele andere. Und ich möchte von euch wissen, findet ihr das cool? Oder sagt ihr, um Gottes Willen, dann bin ich abhängig von einem Handy, dann kontrolliert eine Maschine mein Leben. Ja, das könnt ihr posten, entweder unter den Artikel oder aber ihr schickt mir eine SMS an Giga, Freizeichen, Joe, Freizeichen und dann schickt ihr das mit eurer Meinung an die 7 und 3. Viermal die 2. Jetzt gibt's den zweiten Teil des actiongeladenen und anspruchsvollen, spannenden, total geilen neuen Star Wars Fan-Movie. Es geht um zwei Typen, die geheimnisvolle Kaffeemaschine und die einzige geheimnisvolle Kaffeemaschine, weil die einzige Kaffeemaschine des Todessterns, also dem Auto von Darth Vader und so, also womit die da rumfliegen, zu reparieren. Eben waren wir stehen geblieben und es warten noch mindestens 4-5 Minuten auf uns, deswegen drücke ich jetzt auf Play. Baby's busted, all right. I think it's a tubular fusion coupling.
Could be the binary proto-Madden burner. Could be. Attention, attention. The station is under attack by rebel fighters. All crews to battle stations. Do we have battle stations? I don't know. Maybe we get to blast some rebel scum. 7734 to control. Where do we report for battle stations? 7734, be advised neither of you is qualified to operate any weapons or emergency equipment. Your orders are to fix that drink droid. But the rebel scum. Control out. Scrapped. Double scrapped. Bilabial trans extractor? Yeah, it's right here. Genau an dieser Stelle hören wir auf. Ihr könnt euch das Ganze zu Hause noch in Ruhe anschauen. So oft ihr wollt, herunterladen könnt ihr das bei uns. Wo genau steht im Stars-Bereich im Artikel. Und ob die beiden es schaffen, den Kaffee zu retten, ob sie das Ganze überleben und warum man nach Kaffee immer so schnell aufs Klo muss, das erfahrt ihr dort alles. Und jetzt kommt Micky Krause in der nächsten Stunde. Vergesst nicht eure Fragen an ihn per Mail an daniel@giga4u.de oder per SMS. Bis gleich. Voting. Giga Live Mobile. Ab sofort könnt ihr Giga auch unterwegs empfangen. Einfach per GSM-Stream auf eurem Handy. Ob im Bus, der Bahn oder am Strand. Wo immer ihr wollt, natürlich in bester Qualität. Einfach nichts verpassen. Wie es funktioniert und was ihr dazu braucht, findet ihr auf unserer Website. Giga Live Mobile. Nur auf giga.de. Supported by Nokia. Connecting people. Sie wollte den Himmel spüren. Er suchte jemanden, den er respektieren konnte. Sie fanden sich da, wo Kino lebt. Warner Brothers Movie World. Erleben Sie Hollywood in Action. Jetzt live und nur in Bottrop-Kirchhellen. Remaining two. Jetzt mitmachen. Premiere sucht 2000 Tester. Nur mit Premiere erleben Sie das beste Sportprogramm der Welt. Bundesliga live und Formel 1 ohne Werbeunterbrechung. Sehen Sie die neuesten Film-Highlights vor allen anderen. Ich möchte, dass Sie als Erster sehen, was außer mir noch keiner kennt. Auf 7 Kinokanälen. Genießen Sie eine gute Zeit für die ganze Familie. Testen Sie Premiere jetzt 4 Wochen gratis. Rufen Sie gleich an und sichern Sie sich Ihr Probeabo. 0180 55 100 00. Remaining one.
Heute Morgen lag eine fremde Frau neben mir im Bett. Männer und Frauen sind verschieden. Fast unglaublich. Vielen Dank. Wir haben nicht zusammen geschlafen. Sehr verschieden. Du kennst meine Cousine Becky noch gar nicht. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Das sagen die Leute oft. Nehme ich auch an. Wir sind Männer. Wir sind Jäger. Ist eine Männersache. Gelegenheit macht Liebe. Ab 26. Juni im Kino. Download complete. Hulk at Giga Games. Verliere nicht die Kontrolle über deinen Körper. Denn hier kannst du Preise gewinnen, die deine Gestalt verändern werden. Mach mit bei der Hulk-Wiese. Klick dich durch ein spannendes Abenteuer. Trau dich, auch du wirst gewinnen. Hulk at Giga Games. Supported by Hulk the Game. Start voting. Willkommen, Freunde des rasanten Entertainments, und an diesem wunderbaren Montag ist es brezelheiß hier da draußen, aber eiskalt hier drin, und das ist dank dieser Klimaanlage. Aber das heißt nicht, dass unsere Themen nicht verdammt heiß sind, denn ich spiele jetzt gleich ein Spiel, das sich um das härteste oder um eines der härtesten Rallye-Rennen dieser Welt dreht, und zwar um die Rallye Dakar. Und das Spiel heißt Dakar 2 und dreht sich um die, oder hat die Lizenz der Saison 2002, der Saison, glaube ich, in der Jutta Kleinschmidt sogar gewonnen hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dieses Jahr hat sie ja dieses schöne oder diesen komischen VW Dünenbuggy gehabt, mit dem es dann leider nicht ganz gereicht hat aufgrund ein paar technischer Mängel. Aber die sollen mich natürlich nicht aufhalten, denn ich bin über all diesen erhaben. Technische Mängel halten mich nicht auf. Deswegen gehen wir auch gleich ins Spiel. Und es gibt verschiedene Sachen, die wir hier auswählen können. Wir könnten jetzt einfach ein Arcade-Rennen machen oder die Kampagne. Das heißt, wir fahren die ganze Dakar durch. Das machen wir ja später. Oder ein schnelles Rennen. Da wählt der Computer automatisch ein Auto für uns und man legt gleich los. Wir machen einfach ein Einzelrennen und Schwierigkeit leicht, denn ich bin beim Rallye-Fahren nicht ganz so fit, muss ich sagen, wie Kollege Carsten auf jeden Fall. Und hier sieht man schon mal die Strecke. Und sehr wichtig, die Bedingungen sollte man aufpassen. 66% Asphalt und 35% harte Piste. Denn das ist wichtig, wenn man sich dann sein Auto konfiguriert. Aber hier gibt es auch eine Besonderheit. Man kann entweder auswählen zwischen Autos, LKWs oder Motorrädern. Weil bei der Rallye Dakar fahren ja alle möglichen Vehikel mit. Hier nehmen wir aber ein ganz normales Auto. Und jetzt könnte man hier nochmal so ein bisschen rumschalten. Und das ist sehr schön. Hier wird gleich den Anfängern auch erklärt, was das denn so alles bewirkt. Aber wir lassen es jetzt einfach mal so und gehen gleich zum Rennen. Wir können danach noch ein bisschen rumfuschen. Wir wollen ja schließlich ein bisschen was von dem Spiel hier sehen. Deswegen lassen wir dann einfach mal die Einstellungen. Die passen schon. Und wer so gut fährt wie ich, der braucht da schließlich nicht großartige Einstellungen. Einen guten Tag. Jawohl. Aus der Provinz. Jetzt gibt es noch eine kleine Einführung. Und vielleicht kennt ihr die Stimme. Das ist die Stimme des Originalkommentatoren von Eurosport. Eine malerische Landschaft. Neben festgefahrenen Feldwegen und spektakulären Schotterstraßen erwartet die Fahrer ein schneller Autobahn. Ja, schön, schön. Das interessiert uns nicht großartig. Der Klaas, der steht hier schon ganz im Staunen und will jetzt meine Leistung hier sehen. Und ich hoffe, ich werde nicht enttäuschen. Ja, da sieht man gleich. Das Spiel ist nicht ganz leicht, muss ich sagen. Man muss vor allen Dingen sehr viel mit der Handbremse arbeiten. Ups, und da habe ich schon den ersten Motorschaden, es dampft schon gewaltig. Ihr seht schon, also es gibt auch Schadensmodell, zum Glück, denn ich finde, ein Rennspiel ohne Schadensmodell ist immer so eine Sache, es macht einfach lange nicht so viel Spaß. Aber im Moment bin ich noch auf Platz Nummer 1. Ja, so kann es auch schon mal weitergehen. Ihr seht hier, der Lensflare-Effekt, den sieht man ja sehr, sehr oft in der nächsten Konsolengeneration, kommt sehr, sehr gerne zum Einsatz. Das ist auch ein nettes Detail, muss ich sagen. Länge Rechtskurve. Und ihr hört natürlich immer, unser Co-Pilot sagt uns an, was für Kurven jetzt kommen, dass man sich schon mal ein bisschen darauf vorbereiten kann. Haarnadel links. Haarnadel, am besten natürlich einen ordentlichen Slide hinlegen, aber nicht die falsche Richtung. Naja,
aber das macht nichts, ich bleibe trotzdem in Führung. Rasante Action, aber ihr habt sicher vielleicht ein bisschen bemerkt, es ruckelt ein bisschen auf der Xbox. Ich weiß auch nicht warum. Wie gesagt, falls ihr dieses Spiel vielleicht für die PS2 habt oder für den GameCube, würde mich interessieren, ruckelt es bei euch oder ruckelt es nie auf der Xbox-Version? Schickt mir doch eine E-Mail oder schreibt mir in den Comments-Bereich alles zu Dakar 2. It's you. Tag 16 Uhr ist es jetzt und wir haben natürlich im Update-Bereich wieder die genialsten Themen, die es auf jeden Fall gibt. Wir erklären auf jeden Fall mal gleich, warum Moderatoren sich gegenseitig anfassen. Und das hat nichts mit Homosexualität zu tun, wenn man das auch meinen könnte. Vorher fragen wir natürlich zuerst die anderen Kollegen, was sie jetzt in dieser Stunde machen. Unter anderem Daniel. Da? Hallo, Micky Krause ist nachher da mit seinem neuen Smash-Hit. Du bist zu blöd, um aus dem Busch zu winken. Und ich sammle jetzt noch Fragen. Letzte Chance, Fragen mir zu stellen. Entweder per Mail an Daniel Giga for You oder per SMS an 7x2 und dann erst Giga, Leerzeile, Leertaste Daniel und dann die Frage an Micky Krause. Jetzt mir schicken. Zack, zack. Das ist ja der Hammer. Finde ich auch. Wie das bei dir läuft. Hast dich vorbereitet auf diese Top of the Hour? Man merkt es. Sehr professionelles Verhalten. Und kommen wir nun zu dem anderen Bereich, in dem immer professionell gearbeitet wird. Muss ich leider korrigieren, Christoph, ganz so perfekt war es dann doch nicht. Ich korrigiere Daniel nur sehr, sehr ungern, aber es heißt natürlich, um aus dem Busch zu winken. Ja, also nicht aus dem Busch, sondern aus dem Busch zu winken. Heißt der neue Smash-It von Micky Krause. Busch übrigens mit SH. Richtig, liebe Regie. So ist es richtig. Naja, gut, aber das wird noch. Bin mir ganz sicher. Der hat gute Ansätze, der Junge. Es geht gleich bei mir um die NFL Europe, die Entscheidung am Wochenende, und auch die NBA. Da sind beide, in beiden Ligen sind neue Meister gekürt worden. Das sind auch beides Sportveranstaltungen, die man kennt, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Die sind weltbekannt und fantastisch und fallen eher in den Bereich US Sports. Ich freue mich drauf und wer weiß ja schon jetzt, dass ich das Ganze auch schon online nachlesen kann, was ich jetzt auch gleich tun werde. Vorher frage ich, ciao, was gibt's für ein Netbeat? Bei mir geht es immer noch um das intelligente Handy. Was dürfte denn dein Handy für dich zum Beispiel gar nicht tun? Klingeln. Wie sollst du denn dann Bescheid sagen, Christoph, dass du eine SMS oder einen Anruf hast? Es kann vibrieren. Ja, nee, es geht ja eher um so Sachen wie, es bucht alleine Flüge, weil es dich schon kennt, weißt du? Oder es sagt, nee, mein Christoph, der fliegt nicht, dem muss ich immer ein ICE buchen zum Beispiel. Oder aber es reserviert dir schon einen Platz in deinem Lieblingsrestaurant, weil du immer donnerstags essen gehst, weißt du, solche Dinge. Ja, aber das würde ja passen, dann wäre ja gar nicht so schlecht. Findest du? Ja, aber für den Arbeitsmarkt wäre das bestimmt ganz schlecht, weil ich müsste dann zum Beispiel meine Sekretärin entlassen, weil das Handy das ja alles schon kann. Ja, das stimmt. Ja, ich werde gleich aufpassen, wie das genau funktioniert im Netbeat und freue mich auch riesig drauf. Und wen ich mich immer freue, ist Klaas. Christoph. Na? Na? Mein Hase. Sag's nicht. Wir kümmern uns gleich noch ein bisschen um Jochens Problem, aber im Prinzip ist es... Wie um Jochens Probleme? Ja, Jochen hat... Wir sendet ihr heute 12 Stunden. Nein, wir werden nicht versuchen, Jochen den Computer zu erklären, sondern wir werden nur versuchen, ihm ein Problem von ihm zu lösen. Und im Prinzip ist es aber schon gelöst, weil es ist eigentlich auch ganz einfach. Ich dachte, du würdest die senile Demenz erklären. Nein, die kommt ja eh mit dem Alter, das kennst du ja. Ja. Nein, wir werden... deswegen warte ich jetzt noch ganz viele Mails mit Problemen. Am besten in den Comments-Bereich, nicht Mails, sondern in den Comments-Bereich rein, damit wir noch einmal Probleme lösen können. Denn Jochens Problem ist echt relativ einfach und das werden wir, denke ich, gleich gelöst haben. Und dann geht es gleich noch um Festplattenspeicher und wir verlosen auch noch jede Menge. Ich will dir jetzt keine du Zeit musst immer nur das vorstellen, was du in der nächsten Stunde machst. Ja, das mache ich jetzt alles. Okay. In dieser Stunde. Felix. Ja, jetzt muss ich wieder kurz und knapp machen, weil der Klaas klappert und im Endeffekt doch niemand zuhört. Und zu mir kommt Micky Krause, der treibt auch hier sein Unwesen und wir werden ein bisschen Tag and Tag zocken und ich werde ihn ein bisschen auf die Backen winken. Oh je, ich freue mich darauf. Ich bin mal gespannt. Und Vanessa, du bestimmt auch. Ja, ich freue mich auch auf Micky Krause. Und im Inside-Bereich geht es natürlich um Jochens Kochkünste. Oh ja. Konntest großartig. Du die schon mal genießen? Durfte ich schon mal, ja. Ja, es gab Zebrastreifen. Zebrastreifen, sehr lecker. Ich weiß ja, wenn man aus einem Zebra die Streifen rausschneidet, überlebt das und kann anschließend wieder die nachproduzieren. Das ist wie bei Froschschenkeln. Die werden ja auch die Knochen wieder in so eine Fleischpaste gefüllt und dann anschließend sind die wieder da.
Giga.de. So wird man den Host los. Man muss nur über Essen reden. Was du nicht alles weißt. Und ich glaube nicht, dass das Problem mit meinem DirectX, also mein DirectX 9 Problem gelöst ist. Aber gut, ich will dir dem Klaas nicht vorgreifen. Oder doch? Klaas, darf ich das schon sagen, was die Lösung ist? Nein! Nein, er schreit und bettelt. Nein. Oh. Okay, dann sagen wir es nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass meine Grafikkarte GeForce, dass meine Grafikkarte... Toll, danke Jochen. Was? Ich habe doch nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Dir helfe ich nochmal. Also, wir wollten was wollten wir jetzt nochmal machen? Wir hatten es gerade abgesprochen, ich habe es gerade wieder vergessen. Deswegen, da liegt das Problem. Nein, wir wollten über... Über Herrn Friedmann reden, genau. Es gibt Neuigkeiten. Wo hast du dieses her? Das ist auch von Herrn Friedmann. Ach so. Dieses, ich interessiere mich dafür, bereite mich aber schon auf die nächste Frage vor und höre deswegen nicht zu. Okay. Im Update-Bereich gibt es einen neuen Artikel, der heißt Friedmann aka Paolo Pinkel. Was hinter diesem Namen steckt, könnt ihr, ich meine, dieser Name ist ja schon... Programm, oder? Ja, ja. Ich finde das übrigens gemein, dass man sich jetzt darüber lustig macht, ja, dass alle Welt sich, dass alle Welt jetzt schreit und sich darüber lustig macht. Warum? Denn wenn ich auch die Comments lese, da gibt es kaum Leute, die sagen, der Friedmann hat recht und ich stehe genauso hinter ihm wie der Chef des Zentralregierungs, Paul Spiegel. Weil der hat ja direkt gesagt, Herr Friedmann, für mich bist du die Nummer 1. Ja, für mich auch. Ja. Was denn passiert ist, könnt ihr hier durchlesen. Und ganz wichtig, wir wollen von euch natürlich jetzt jede Menge Comments haben. Sinnvolle Comments. Keine Brüllereien, weil die haben wir schon gelöscht, sondern sinnvolle Comments seriöse zu dem Fall Comments. Friedmann. Also jetzt im Comments-Bereich. Genau. Oder auch eine Mail. Eine Mail an jochen@giga4u. Oder Christopher Giga4u. Und ganz wichtig, wir haben ja eine neue Idee. Ihr nutzt euer Handy einfach, schreibt eine SMS an die 7, 4x die 2, dann an Giga, Leerzeichen, Jochen oder entsprechend Christoph und dann kommt die bei uns an und wir freuen uns tierisch. Genau. TV am Freitag um 21 Uhr. Musik der anderen Art. Loading commercials. Küss mich. Die neue Single von In Extremo. Küss mich nur einmal. Küss mich. Jetzt. Küss mich. Remaining one. We're gonna make it outside. We'll do it alright. Baby, tonight. Genießt die kleinen Freuden des Lebens. Nesti, der volle Geschmack von Tee und Früchten. Nesti. Download complete. Der Giga Games Wochenpreis. Gewinn! Eine PlayStation 2. Komm auf giga.de, klick auf den legendären Win-Button, dann einfach das Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnen. Hol ihn dir, den Wochenpreis, auf giga.de. Start voting. Bei MBC Giga.
Schon wieder bin ich da. Herzlich willkommen. Mittlerweile, glaube ich, schon zum 8., 9. Mal. Aber ich weiß, ich bin überall ein sehr gern gesehener Gast. Auf jeden Fall. Und du wirst ja auch nicht müde. Ne? Ich werde auch nicht älter. Nee, überhaupt nicht. Siehst strahlend aus. Ganz im Gegenteil. Warst gerade auf Mallorca? Ja, mehr oder weniger. Letzte Woche Mittwoch war ich das letzte Mal da. Ich fliege morgen um 4.40 Uhr rüber von Münster, nicht von Düsseldorf. Und dann bin ich wieder einen Tag da und dann geht es aber direkt Mittwoch wieder zurück. Mallorca-Saison ist eröffnet und heute brandaktuell am 16. Juni haben wir das beste Partyalbum der Welt. Genau. Und ich kann nur sagen, kaufen, kaufen, kaufen und nicht schwarz brennen. Das war los, auf wo könnt ihr machen, mir egal. Macht doch, was ihr wollt. Wie ist denn die Stimmung im Moment auf Mallorca? Geht das schon richtig los? Seit Ostern fängt das eigentlich immer an, so die Saison, oder? Also Ostern geht's los mit den Familien, aber es ist so, dass mit Christi Himmelfahrt die ganzen Fußballvereine rüberkommen, dann ist die Bundesliga beendet und ich muss ganz ehrlich sagen, Mallorca ist momentan rappelvoll. Es gibt zum Teil schon gar keine Flüge mehr. Hinflüge nicht, Rückflüge nicht. Wir haben jetzt übermorgen haben wir Christi, was haben wir übermorgen? Frohen Leichnam, Happy Kadaver, sagt man bei uns dazu. Da wird die Insel rappelvoll sein. Und wer denkt, er könne nach Bulgarien fliegen, gute Reise. Und immer schön aufs Portemonnaie aufpassen. Ja, das wird gesagt, ne? Dass das so ein bisschen Konkurrenz jetzt so, die ganzen Ostblock. Kann ich mir nicht vorstellen. Also man kann einen Aldi-Markt auch nicht mit Käfer vergleichen. Das ist einfach so. Und ich sehe das mit Mallorca ganz genau. Käfer, gut. Mallorca und Käfer, eine schöne... ein schöner Vergleich. Ein schöner Vergleich. Welches ist denn dein Lieblingslied? Der absolute, hast du auch bestimmt vorgetestet, ne? So das ganze Album in den Das Clubs, Album ne? ist im Grunde schon mehr oder weniger seit einem halben, dreiviertel Jahr fertig und wir testen permanent. Und mein Lieblingssong ist momentan Du bist zu blöd, um aus dem Busch zu winken. Du bist zu blöd dafür. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Aber auch sei doch bitte, bitte, bitte meine Matratze. Was? Du Bratze, also nur Hits, permanent. Okay, okay. Ich schneide jetzt hier Micky Krause einfach mal das Wort ab. Fühlte mich eben gerade ein bisschen beleidigt. Aber wenn ihr mit ihm quatschen wollt, dann kommt in den Starstart auf Giga.de. Da ist der Typ mit dem Busch jetzt. Und wir schmusen inzwischen Zeit. Das ist Peggy und im Fernsehen muss man ja immer ein bisschen geschminkt sein und deswegen pudert Peggy mich gerade ein bisschen ab, damit ich nicht so glänze. Entschuldigung, Peggy, nicht böse nehmen. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Help-Bereich. Jochens Mail ist doch noch nicht komplett beantwortet. Ja, ich habe ja ein bisschen großspurig... Problem gelöst gemacht, ja, weil seine Karte ja einfach nicht DirectX9 fähig ist, aber ist noch nicht komplett beantwortet. Also die Mail von Jochen findet ihr hier, ja, und woran das liegen könnte und wie man ihm helfen kann, ja, ob es vielleicht am Betriebssystem liegt oder an DirectX9 oder an anderen Sachen, das könnt ihr in den Comments schreiben, wenn ihr wisst, warum das so ist, ja. Da haben wir schon ein paar was hingeschrieben. Von Neuliger, des Rätsels eventuelle Lösung, hatte mal das Problem, dass DirectX 9 sich unter Windows XP nicht einrichten ließ, weil ständige Fehlermeldungen kamen. Vielleicht hilft Folgendes, und dann macht er einen kleinen Tipp. Klick auf Start, Systemsteuerung, Verwaltung, Dienste, dort dann den Eintrag Kryptografie-Dienste suchen und doppelt drauf klicken, im aufklappbaren Fenster den Starttyp auf automatisch stellen und dann auf OK klicken, dann ganz oben links auf den Dienst starten klicken, danach müsste sich DirectX eigentlich installieren lassen. Bei mir hat es funktioniert. Jochen, hörst du mir zu? Ja! Probierst du das mal aus gleich? Also in den Comments des Rätsels eventuelle Lösung heißt das von Neulinger, musst du gleich mal ausprobieren. Ne, damit wir wissen, ob es funktioniert oder nicht. Ach, das ist gar nicht der hier. Das ist doof. Na gut. Okay. Dann also doch keine Live-Hilfe hier. Morgen dann halt. Aber dann funktioniert es ja vielleicht doch. Man weiß es ja nicht. Dann habe ich noch was ganz anderes für euch. Nämlich, wir haben sie wieder im Angebot. Ich war selber sowas von begeistert. Bin Esther am Hals gefallen, hat sie gefragt, ob sie mich heiraten will, nachdem sie mir dieses Paket gebracht hat. Ja, ihr kennt das schon aus, glaube ich, der Präsentation von vor 2 Wochen. Das ist das unglaubliche Ferrania-Paket. Ja, bestehend aus A6 Fotokarten, aus CD-Label, CD Cover, Fotopapier, Glossy Matte, ja, großartig, dann Businesskarte oder auch Visitenkarte oder uns Insidern genannt, ja, dann nochmal Fotopapier, aber diesmal seidenmatt, ich bin sowas von begeistert, und nochmal Fotopapier, nochmal, nee, hochglänzend ist das hier, glaube ich, und dazu gibt es nämlich noch diese unglaubliche Kamera, auch von Ferrania übrigens, Solaris nennt sich das Ding, warum auch immer, 27 Fotos sind drauf mit Blitz, also es ist ein unglaubliches Paket, aber nicht, dass ihr denkt, wir sind hier in einem Shopping-Sender, nein, das könnt ihr bei uns gewinnen, auf dem Win-Button, ja, da klickt ihr einfach drauf, dann klickt ihr euch ein bisschen durch
unter die anderen Gewinne, die es gibt, CD von Micky Krause, von Klee, von Metallica. Oh, da war es schon. Das OptiJet Package, dieses habe ich sogar falsch gesagt, OptiJet Package war das natürlich, mit Solaris Einwegkamera iClick, großartig. Also dieses tolle Paket gibt es zu gewinnen bei uns auf dem Winbutton. Ich bin nach wie vor begeistert über diese großartige Sache. Wenn ihr noch Probleme habt, irgendwas rund um den Computer, nicht unbedingt, wenn ihr das Paket gewinnen wollt, das kann ich auf Winbutton gewinnen, aber wenn ihr irgendwelche Probleme habt rund um den Computer, oder wenn ihr Jochen helfen wollt, oder wenn ihr Marco helfen wollt, der dieses Festplattenproblem hat, dann kommt ihr jetzt natürlich auf unsere Seite, giga.de, in den Help-Bereich, und versucht den Jungs da zu helfen, im Comments-Bereich. Und wenn ihr meint, nein, mein Problem hat gar nichts damit zu tun, ich möchte das auch nicht in die Comments schreiben, ich möchte Klaas persönlich schreiben, dann macht ihr einfach das an Klaas Giga for You, und dann werde ich diese Mail, wenn sie denn lustig genug ist, einfach mal auch ins Helpcenter stellen, dann kann die Community mithelfen. Aber leichter geht es, wie gesagt, einfach in die Comments reinschreiben, Problem reinschreiben, dann wird die Community euch schon helfen, denn ich hoffe, Jochens Problem haben wir auch gleich geklärt. Also, gleich geht's weiter, und wenn ihr jetzt eine Mail schreiben wollt, dann macht das sofort. Jetzt haben wir es doch wieder. Wir reden jetzt über die erste von zwei Entscheidungen, die in der Sportwelt, vor allem in der US-Sports-Welt, gefallen sind am Wochenende, nämlich über die in der NFL Europe. Da stand das Endspiel auf dem Programm am Samstag, 18.04 Uhr deutscher Zeit, im Glasgower Hampden Park zwischen den beiden großen Erzrivalen, Rhein Fire und Frankfurt Galaxy. Thomas hatte vor dem Finale ganz klar auf Rhein Fire getippt. Nein, hat er nicht. Er hat natürlich als Frankfurter Bub sagt man, glaube ich, so gesagt, natürlich gewinnt das meine Frankfurter auch, die Galaxy gewinnt. Beide Teams sind übrigens zum fünften Mal im Finale, das ist Rekord. Kein anderes Team außer den beiden Teams stand bislang fünfmal im Finale. Und beide hatten auch bis dato, also sprich bis Samstag, jeweils zwei World Bowls gewonnen. Und jetzt stelle ich die Frage, welches Team wird als allererstes in der NFL Europe League Geschichte drei Titel einheimsen? Und es ist dann geworden, na, die Klasse, Beulah, weiß es einer. Richtig. Thomas hat recht behalten. Es war wirklich die Frankfurt Galaxy, die hat gewonnen, und das auch ziemlich deutlich. Man kann nicht wirklich behaupten, es wäre ein großartig spannendes Spiel gewesen. Rhinefire war wirklich, es kommt mir schwer über die Lippen, aber es war in allen Belangen unterlegen. Schlimme Sache das. War nicht schön für Rhinefire-Fans, denke ich mal, vor Ort und auch vor den Bildschirmen zu Hause, das Spiel sich anzuschauen. 35-16 ist am Ende auch deswegen nur zu 16, das hört sich noch einigermaßen knapp an, weil ganz kurz vor Schluss dann doch nochmal irgendwann ein Touchdown gelungen ist den Jungs von Rhinefire. Bis dahin hatten die nur drei Field Goals geschossen. Ich glaube sogar alle drei von Ingo Anderbrügge. Nee, zwei von Ingo Anderbrügge und eins von Todd Franz, glaube ich. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall drei Titel gewonnen. Glückwunsch jetzt Galaxy. Frankfurt Galaxy damit wieder, ja, das Ausnahmeteam der NFL Europe League in der Geschichte. Dreimal schon gewonnen, das Ding. Großartig. Alles weitere könnt ihr nachlesen hier. Auch wer MVP geworden ist, das war nämlich Frankfurt Galaxy Running Back Jonas Lewis mit 126 Laufyards. Das waren übrigens, glaube ich, die meisten Laufyards, die jemals in einem World Bowl gelaufen worden sind von einem einzelnen Spieler. Auch dazu Glückwunsch, großartig. Und natürlich waren dann die Deutschen und auch die anderen, auch die Nicht-Deutschen, auch die amerikanischen Spieler in Reihen der Frankfurt Galaxy sehr, sehr glücklich über den Ausgang des Spiels. Und ein paar Stimmen, wie zum Beispiel von Daniel Benletka, der ja schon hier im Studio war, und auch natürlich Werner Hippler und Ralf Kleimann, die erst noch vor wenigen Wochen, ich glaube vor 2-3 Wochen hier waren. Beide natürlich sehr glücklich, vor allem natürlich durch die Tatsache, dass sie über den großen Erzrivalen und, tja, kann man schon fast sagen, verhassten Gegner Rhinefire gewonnen haben. Natürlich eine ganz große Genugtuung und natürlich ganz viel Salz in die Wunden von Rhinefire, die jetzt sicherlich noch lange ihre Wunden lecken dürfen, zumal sie ja erst letztes Jahr im Finale gestanden hatten und ebenfalls verloren haben. Haben jetzt 2 Jahre in Folge im Finale gestanden, 2 Jahre in Folge verloren. Das ist nicht gut für die Psyche und bin mir sicher, hat für viele Tränen gesorgt. Alles weitere zum Spiel gibt es hier auf der Seite und natürlich auch über die Links. Ein Link für euch zum Beispiel zur offiziellen Website des World Bulls 11 in Glasgow, Schottland. Dort sieht es so aus zurzeit. On top of the world, und das kann man wohl auch sagen. Großartig, Frankfurt, nochmal Glückwunsch von uns. Und ich möchte nicht versäumen, noch auf unseren Vote einzugehen. Denn ich habe ja, vielmehr Thomas hat den Vote aufgestellt, gefragt, na, wer ist denn der wahre Football-Experte bei Giga? Der Schanze, der Dude Teicher oder die haben doch beide keine Ahnung. Ich gehe mal ganz kurz, ach Quatsch, falscher Knopf. Ich gehe mal ganz kurz auf das Ergebnis. Und derzeit sieht es dort so aus, dass ich immerhin noch führe mit 44%. Und 38% von euch meinen, wir hätten beide keine Ahnung. Die natürlich wiederum haben selber keine Ahnung. Denn sonst wüssten sie, dass wir sehr wohl beide Ahnung haben. Kapisch? Bis gleich. Hey.
dafür gibt's ja auch ein bisschen Geld. Mickey Krause zu Gast im New Media Center mit hier die besten Party-Songs überhaupt. Das neue das Album. Das beste Party-Album der Welt. Das neue Album von Mickey Krause, das beste Album der Welt. Party-Album der Welt. Sag mal, kochst du eigentlich gerne? Wir machen im Inside-Bereich da so eine kleine Action und so gibt es einen Artikel, da kocht der Jochen. Und da wollte ich von dir gerne wissen, ob du auch gerne kochst. Also mein Traum ist ja eigentlich Hausmann zu sein, wenn halt eben Putzen und Kochen nicht wäre. Aber ansonsten würde ich den Job eigentlich sofort übernehmen. Nein, ich kann wirklich kochen. Ich habe nämlich mit 16 eine Hauswirtschaftsschule besucht, ein Jahr. Weil ich dachte, Schulklasse, 16 Weiber und Mickey Krause, was will ich mehr? Und ich habe da in dem Jahr auch ein bisschen kochen gelernt und ich kann auf jeden Fall kochen. Kriege ich hin. Ja. Kochen und bügeln und putzen, bügeln nicht. Nee, habe ich immer bügeln eine 5 gekriegt und putzen eine 5, aber kochen war eigentlich so 2 bis 3. Ich habe mich da auch eigentlich nur ein Jahr durchgegessen, bin natürlich auch direkt von der Schule geflogen, aber es war ein schönes Jahr. Das ist ja interessant. Mickey Krause beim Kochen auf der Schule. Durchgefallen. Das ist doch schön. Was passiert eigentlich an dem schönsten Urlaubstag, wenn du dir einen Urlaubstag vorstellen könntest? An dem schönsten Urlaubstag habe ich erstmal jede Menge Alkohol intus, habe ordentlich gesoffen. Ich habe, darf man das bei diesem Jugendsender sagen, ich hatte Sex. Ja, am laufenden Band, wie auch immer. Und ich bin ausgeschlafen. Das ist so das Schönste für mich. Schlafen, Sex und vielleicht auch noch gut essen und Alkohol. Ja, schlafen passiert ja nicht so viel bei dir, weil du bist ja ständig unterwegs. Wenn man deine Homepage zum Beispiel mal anschaut, dann bist du ständig auf Tour. Wie viele Auftritte hast du im Jahr? Also wir sind so, glaube ich, bei ungefähr 200. Also zwischendurch mache ich auch noch Promo auf Mallorca, aber jetzt bin ich hier, da ja, steht ja Mittwoch Mülheim, Würselen am Freitag, Samstag habe ich eine Autogrammstunde in Lünen, sehe ich gerade. Ich weiß zum Teil gar nicht, wo ich bin, das macht alles meine Agentur. Ja, aber Sassendorf, Open Air, genau, Stade, Altstadtfest. Stade, überall ist Krause vertreten. Und wie das aussieht, kann man da sich auch anschauen mit diesen tollen Fotos. Genau, das macht mein Kollege Fabi Fahner, das ist der Chef vom Fanclub und der ist bei fast jedem Auftritt dabei und macht dann halt diese wunderschönen Fotos. Das war, glaube ich, jetzt von Rheine, das ist bei mir in der Ecke, Rheine Münsterland. Bist du da so der, kennen die dich auch noch von früher, wenn du da sozusagen zurück in die Heimatstadt kommst dann? Also in Rheine schon, da stehen dann auch einige Leute, die ich noch so von früher von der Schule erkenne. Von der Hauswirtschaftsschule, da waren also auch gleich, die erste Reihe war voll mit den 16 Hühnern. Ne, und sag, hey, wollte ich mich dann auch gleich bei den Mädels bedanken, die mir in den letzten Jahren die Stange gehalten haben und die sind also auch alle in der ersten Reihe gewesen. Ja, die hat man da gesehen. Und dann habe ich im Internet auch noch eine andere Seite gefunden, da gibt es ein paar Fotos von dir, die waren ein bisschen fies. Ich muss sagen, mir graut es ein bisschen vor den Show-Act, du wirst ja gleich auftreten. Hier bei uns auf der Bühne und ich weiß nicht, ob wir das sehen wollen. Ja, warum denn nicht? Wenn du so, also schwitzt du immer so viel? Das ist ja. Also das, aber guck dir die Jungs an, die sehen ja genauso schmierig nass aus. Ja. Ich finde, wenn man arbeitet, muss man auch schwitzen und stinken. Ne? Wer irgendwie auf der Bühne steht und nicht Gas gibt und nicht schwitzt, der hat kein Geld verdient. Ah, okay, gut. Ich halte mich gleich noch im freien Oberkörper? Nee, also das machst du immer. Darf ich das aufreißen? Also wenn du willst, darfst du mir gleich das T-Shirt zerreißen. Oh, wow, da freue ich mich drauf. Ihr solltet euch auch drauf freuen. Und Mickey Krause ist für euch jetzt im Starship auf GGD. Da spricht er über seinen Schweißausbruch und über das beste Partyalbum der Welt. Was passiert, wenn das Handy euch plötzlich jeden Wunsch von den Augen abliest? Wenn es einfach weiß, heute Abend wollt ihr ins Kino gehen und es bestellt schon mal Kinogarten, Karten oder aber es ruft an und sagt, ich brauche jetzt 2 Kästen Bier, denn übernächste Woche will mein Besitzer eine Party feiern. Keine Ahnung, was passiert dann? Findet ihr das toll und sagt ihr, das genau brauche ich? Ja, ein Handy, was genau weiß, was ich möchte? Oder sagt ihr so, um Gottes Willen, Handyangst, ich habe Angst, dass die Maschinen mich kontrollieren. Es gibt natürlich auch einen Vote auf unserer Seite. Mein intelligentes Handy soll A. Kinokarten bestellen, B. ein Rendezvous ausmachen, C. meinen Traumurlaub bestimmen, D. sagen, welche Frau zu mir passt, mich bloß nicht beobachten oder aber lieber dumm sein und sowas alles nicht können. Ich sag jetzt einfach mal, mich bloß nicht oder lieber dumm sein, denn irgendwie möchte ich mein Leben selbst bestimmen. Ja? Ich kann das eigentlich nicht wirklich haben, wenn irgendein Handy plötzlich sagt, das machst du jetzt, weil das ist dein Wunsch. 27% von euch sagen, sie möchten, dass das Handy sagt, diese Frau passt zu dir. Tja gut, das wäre vielleicht nicht schlecht, dann kann man drüber nachdenken, ja, über so eine Meinung. Aber 23% immerhin sagen auch von euch, nein, lieber soll es dumm sein oder mich bloß nicht beobachten. Ich habe ganz viel mit euch gechattet und natürlich gibt es auch ganz viele Comments, aber ich lese mal ganz kurz vor, was ganz cool wäre, wenn das Handy es könnte. Zum Beispiel finde ich,
Restaurant buchen, das finde ich noch ganz in Ordnung. Also wenn ich wirklich der Meinung bin, liebes Handy, buch mal schnell in dem und dem Restaurant was, dann kann es das tun. The Misery sagt, wäre cool, wenn es ein paar Sprüche einprogrammiert hätte und dann mit unliebsamen Anrufern quatschen würde, ohne dass man selber reden muss. Ulvi sagt, will ein Handy, das für ihn Comments postet. Oder aber, wen haben wir denn jetzt hier noch? Nochmal Ulvi. Oder ein Handy, das mit der Schwiegermutter plaudern kann. Naja, wenn ich mal irgendwann eine habe. Und der Malocher sagt, ich warte darauf, dass es welche standardmäßig mit Navigation integriert gibt. Das Problem, glaube ich, kommt aber eben erst, wenn das Handy Dinge organisiert, für die ihr nicht wirklich gerade stehen wollt oder euer Geld ausgibt für einen Flug, den ihr nicht braucht, ja, oder wo ihr besser mit dem Zug gefahren werdet oder der sich überhaupt erledigt dann an dem Tag. Oder aber wenn das Handy zum Beispiel, angenommen ihr geht mit einer Frau aus, die einfach nur mal so ganz nett ist und nicht eure Freundin ist, und das Handy schickt dann plötzlich eine SMS an eure Freundin. Dann wird es kompliziert, ja, und dann sagt der Malocher zum Beispiel, ach nee, dann würde ich mein Handy zu Hause lassen, und der Ulvi sagt, und dem würde ich Schwimmen beibringen. Und was ihr dazu sagt, das können wir gleich nochmal diskutieren in dem Chat, aber ich habe noch ein bisschen Zeit für ein paar Comments. Der Laufwechsler sagt, hi Netbieter. Also eins weiß ich, was mein Handy nicht tun dürfte. SMS an meine Freundin schreiben. Es könnte ja irgendwas schreiben, da muss man sein Handy schon sehr vertrauen. Finde ich auch, obwohl er dann hier unten schreibt, aber eine unangenehme Sache wie Beichten oder sowas, das könnte schon nützlich sein. Ja, vielleicht fallen dem Handy ja wirklich ganz nette Sachen zur Entschuldigung ein. GI99, also ich finde es blöd, wenn ein Handy für mich die ganze Arbeit tun würde. Ein SMS an meine Freundin, und woher will es wissen, was ich ihr alles schreiben möchte? Es käme bei mir nie gut an. Tja, und noch viel mehr Meinungen könnt ihr mir jetzt gleich sagen im Chat auf giga.de, und zwar im Netbeat. Hulk at Giga Games. Verliere nicht die Kontrolle über deinen Körper. Denn hier kannst du Preise gewinnen, die deine Gestalt verändern werden. Mach mit bei der Hulk-Wiese. Klick dich durch ein spannendes Abenteuer. Trau dich, auch du wirst gewinnen. Hulk at Giga Games. Supported by Hulk the Game. Loading commercials. Akku bietet Telefon und Internet. Einfach günstig. Neu, der supersparsame Minutentarif Akku DSL Power 20. Jetzt in DSL einsteigen und alle Vorteile mitnehmen. 20 Freistunden jeden Monat, kein Einrichtungspreis. Und das DSL-Modem gibt's super günstig. Jetzt mit DSL starten und auf die Schnelle bis zu 205 Euro sparen. Im Fachhandel oder einfach anrufen. 0800 1070 3x3. Remaining two. No Doubt, Running, endlich die neue Single. No Doubt, jetzt. Remaining one. Hallo Liebling, ich komm gleich rüber. Oh mein Gott. Ich finde mein Höschen nicht. Kann ich dir mit der Post schicken? Ja, schick's mir bitte, es ist mein einziges Höschen. Gelegenheit macht Liebe, im Kino. Download complete. Die NBC Giga Movie Preview of the Week. Jetzt im Kino Antoine Fischer. Kommen Sie her. Was ist denn los? Hören Sie auf zu quatschen, kommen Sie her, auf der Stelle. Ich weiß zwar nicht, was Sie vorhaben, aber Sie sollten sich lieber in Acht nehmen. Ich habe nichts getan. Sie haben nichts getan? Sie haben nichts getan? Ich habe nichts getan. Infos zu den aktuellen Kinofilmen jeden Donnerstag neu. Natürlich nur bei Stars auf giga.de. Supported by UCI Kinowelt.
16.30 Uhr und bei NBC Giga geht es crazy weiter, nämlich um 32 Uhr im Games-Bereich. Und Felix hat sich nämlich gleich Micky Krause geschnappt und wird ihn wahrscheinlich im Taggen wegputzen, denkt er zumindest. Der Games-Bereich ist supported by Vodafone Load Again. Dann geht es um 39 Uhr in den Stars-Bereich und Daniel hat ebenfalls einen Gast. Und wer könnte es sein? Richtig, Micky Krause im Chat-Report. Eure Möglichkeit, Fragen an Micky direkt loszuwerden. Um 55 geht es dann in den Sport and Fun Bereich und über den großen Teich. Die NBA hat einen neuen Basketballmeister, das sind die San Antonio Spurs. Das alles und wie immer noch viel, viel mehr in der nächsten halben Stunde auf giga.de. Im Inside-Bereich gibt es ganz viele tolle Artikel. Unter anderem könnt ihr euch ein Movie anschauen und Shots and Picks zu dem Thema Jochen Le Chef. Unglaublich, aber wahr, Jochen kann kochen. Das könnt ihr euch anschauen und leider kann man es nicht riechen. Aber da gibt es auf jeden Fall ein Movie, Shots and Picks. Und ich möchte von euch wissen, was sind eure Lieblingsgerichte? Vielleicht machen wir mal so ein Giga-Menü für den Giga-Koch-Club. Dann gibt es natürlich die News, Schlafen unter freiem Himmel und auch die Web-Tipps. Sind eigentlich legendär im Inside-Bereich. Alles im grünen Bereich. Genau unter diesem Motto steht Tinas Gartenweb. Ein sehr schöner Artikel von Christian. Den könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Ich surfe jetzt mal direkt auf den Related Link. Und zwar zu Tinas Gartenweb. Wupp, da hatte ich das schon vorgeladen. Und zwar ist Tina eine begeisterte Hobbygärtnerin mit einem PC. Und die erklärt wirklich alles. Als allererstes gucken wir uns mal ihren Garten an. Denn der, haltet euch fest, ist unglaublich. Hier sind ein paar Fotos, meine Bilder. Hier, also ich habe gestern schon einen wunderschönen Garten in Winsen in der Nähe von Hamburg gesehen, aber das hier, das ist echt super schön angelegt. Da kann man sich durchklicken und wow, echt schick, muss ich sagen. Also die hat ihre grünen Pflanzen wirklich im Griff. Man sagt doch der grünen Daumen, ne? Sie hat wirklich einen guten grünen Daumen. Und das hat sie nicht ohne Grund, denn sie kennt sich aus mit zum Beispiel Düngemitteln und Pflanzendoktor. Gibt es hier auch eine Unterrubrik. Da kann man sich informieren über Blattläuse. Wie bekomme ich Blattläuse weg? Schildläuse, Schnecken. Was macht man denn gegen Schnecken? Das würde mich auch mal interessieren. Schnecken? Hier, zerfressen, Blätter, Schleimspuren. Oh, das sind die Symptome. Und was macht man dagegen? Tiere abends absuchen. Und die Regie erzählt mir gerade etwas von einer Bierfalle. Mhm. Bei starkem Befall gemahlene Niemsamen streuen. Sehr, sehr interessant. Es geht nicht nur um Garten, sondern auch um Balkonpflanzen, um Rankpflanzen, Sommerblumen, Kräuter. Ein total schöner, toller Webtipp mit super viel Service. Wenn ihr auch gerne einen grünen Daumen haben wollt, dann surft in den Inside-Bereich und nicht vergessen, da gibt es auch was zu kochen mit Jochen. Jetzt ist er da, der Micky. Jetzt kriegt er gleich ordentlich auf die Klappe, ne, wa? Ich krieg keine Luft mehr. Ich hab schon ein bisschen vorgearbeitet. Ja, wir sind jetzt da, spielen ein bisschen Tag and Tag. Und der Micky, der kennt das ja schon. Wir haben ja letztes Mal schon mal gezockt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es aufgegangen ist. Ich hab schon beim letzten Mal gewonnen. Ja, schon beim letzten ja, ja. Mal. Dann muss es jetzt eine krasse Revanche geben. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Du bist auf der rechten Seite, ich bin auf der linken Seite. Und ja, Micky, du sorgst ja da in Mallorca jeden Tag für bombastische Stimmung. Und da muss ich dich schon mal fragen, wie schaffst du das? Was sind deine Vorbereitungsmittel? Wie kriegst du das hin?
Also der Alkohol spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich hau mir jeden Tag die Hucke voll. Und das aber ordentlich. Oh, jetzt muss ich erstmal aufpassen hier. Nee, aber nee, das ist kein Thema für mich. Ich habe ja immer Musik und immer Spaß gemacht. Und das ist wie bei dir mit dem Computer. Du kennst dich permanent seit Jahren mit diesen Dingern hier aus. Und verlierst jetzt trotzdem. Hättest du vielleicht schon mal den Figur wechseln sollen. Also siehst schon, ich habe einen perfekten Win gewonnen. Aber die erste Runde zumindest. Ey, Micky, jetzt schränke ich mal ein bisschen hier an, ey. Aber es ist eigentlich nicht schwer für Stimmung zu sorgen, weil das ist ja mein Job, meine Fähigkeit. Und irgendwelche Fähigkeiten besitze ich ja auch, Gott sei Dank. Wenn es auch nicht viel ist, aber siehst du, jetzt hau ich dir wieder was auf die Mappe hier. Jetzt warte jetzt. Also richtig. Gibt's aber auch hier einen. Was hat denn, hey? Ja, klar, frag mich nicht. Aber ich kann nur empfehlen, kommt nach Mallorca. Mallorca ist super gut besucht. Viele junge Leute da, gerade in Sommerwochen. Es gibt permanent Happy Hour. Oh Mann, ich glaube, irgendwie Bier, mein Paradies. Ein Bier, 1 Euro, 02, da kannst du ja wirklich nichts zu sagen. Eieiei. Und es gibt auch irgendwie zwischendurch nochmal eine schöne Currywurst umsonst. Und dicke Currywurst, wenn man schon im Ausland ist, dann möchte man auch die Currywurst haben. Was man nicht alles braucht, ne? So, Eddie, du kriegst jetzt so auf die Hucke, sag ich dir. Tja, da habe ich noch einen Strich wieder zu meiner Winliste hinzugefügt. Ich muss ja schon sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Wir kommen, eins machen wir noch. Komm, einmal machen wir noch, komm. Ich schnapp mir jetzt hier so einen komischen weißen Hund. So. Ich hab eine Minute haben wir noch und da klopft man. Ich hab Klaus und Klaus genommen, Klaus oder? Und Klaus. Ja, irgendwie. Also ähnlich schauen die auch aus. Jo, so sehen. Der sieht aus wie dieser Lopez da. Wie heißt der? Daniel. Ja. Daniel Lopez. Ja, genau. Ja, den hat mir. Ich stelle mir jetzt einfach vor. Ich stelle mir du vor, bist Daniel Lopez. Und du bist Daniel Lopez. Und wir schicken beide in den Ring. Und hoffentlich überlebt keiner von beiden. Ja, genau. Micky, was ist das hier? Du ziehst auch nicht auf die Fresse, bis die Lippe blutet. Ich habe noch einen schönen Witz für dich. Erzähl, los. Weißt du, weshalb Frauen sich morgens die Augen reiben? Wieso? Weil sie keine Hoden haben. Der war echt die erste Sahne, muss ich sagen. Oh Mann, oh Mann. Okay, einen kriegst du jetzt noch ordentlich drauf, bis du am Boden liegst. Wer bin ich denn eigentlich? Ich bin doch der Rechte, ne? Also, sieht doch ganz gut aus hier. Ah, warte jetzt. Da! Ole! Tja, Micky, das macht nichts. Ich erzähl dir nie wieder Witze. Mallorca. Genau. Und Stimmung! Stimmung! Juhu! Ich danke dir. Also wenn man mich fragt, ist Paolo Pinkel schon ein ziemlich dämlicher Name. Michael Friedmann war da irgendwie schon netter. Aber es gab Kollegen von uns, Journalisten nämlich, die haben herausgefunden, dass Herr Friedmann vermutlich als Paolo Pinkel anscheinend doch Drogen und auch Prostituierte geordert hat. Und das kam raus, weil man die Stimmen, die aufgenommen wurden am Telefon, mit denen der Fernsehsendung verglichen hat. Und da ist wohl zu 99% rausgekommen, dass es Herr Friedmann war. Zu diesem Namen Pinkel habe ich eine E-Mail gekriegt. Ja. Von Nikolai. Hallo Christoph und natürlich die Checker auf Update. Okay, Jochen. Ich finde, solange Michael Friedmann unter dem Verdacht steht, Drogen zu besitzen und illegal im Geschäft der Prostitution eingreift. Was? Ich finde, solange Michael Friedmann unter dem Verdacht steht, Drogen zu besitzen und illegal im Geschäft der Prostitution eingreift. Punkt. Kann man auch legal in die Prostitution. Und was findest du dann jetzt? Naja, ich lese mal weiter, vielleicht wird's klar. Denn ob man eher sie auch konsumiert. Hör mal, Nikolai. Sag mal, Nikolai. Hast du was genommen heute in Berlin? Denn ob man eher sie auch konsumiert, kann man ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Und ich würde es mich auch nicht trauen. Allerdings muss ich etwas, und jetzt kommt nämlich der Bezug zu Paolo Pinkel, also etwas an eurem Artikel ausbessern. Sorry, aber es heißt, Zitat, nach Informationen des Spiegel hatte sich Friedmann bei den Zuhältern mit dem Namen Paolo Pinkel gemeldet. Allerdings berichtet der Berliner Tagesspiegel, die Ermittler hätten sich bei dem Namen möglicherweise verhört. Friedmann benutze zuweilen den Namen Paolo Pinkas. Ja, oh. Das ist ja eine großartige Neuerung in diesem Fall. Danke für diese großartige Basisrecherche. Also, nach Nikolais Meinung heißt er nicht Paolo Pinkel, sondern Paolo Pinkas. Dann quasi ist er ja unschuldig. Ja.
Genau. Nein, ich habe auch eine Mail bekommen, und zwar von Dr. Spanner XXL Deluxe. Also ich finde Friedmann nicht gerade sympathisch. Es ist nicht wirklich die Art von Diskussionspartner, die ich bevorzugen würde, wenn ich in der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen müsste. Andererseits sind Politiker bekannt für ihre Rhetorik und Verlogenheit, mit denen sie unbequeme Fragen oftmals für null und nichtig erklären bzw. beiseite schieben. Und gerade deswegen hat Friedmann für mich einen besonderen Stellenwert, denn er bringt mit seinem unverschämten Moderationsstil so manchen Politiker wirklich ins Schwitzen. Eigentlich ein Genuss für Zuschauer. Jetzt Achtung! Jetzt kommt eine Verschwörungstheorie. Was die Vorwürfe gegen Friedmann angeht, so denke ich, dass vielleicht eine Kampagne der Möllemann-Anhänger dahinter stecken könnte. Denn zeitlich gesehen ist es doch schon ein merkwürdiger Zufall, dass kurz nach dessen Selbstmord derartige Geschehnisse um den Erzfeind Friedmann in den Medien breitgetreten werden. Heide Witzka. Also ich muss ganz ehrlich eingestehen, ich persönlich kann es mir kaum vorstellen, aber der Gedanke hatte ich auch schon. Es ist hier wirklich sehr seltsam. Wie gesagt, ich kann nur bei diesem Bild auch mal sagen, ich glaube ja, dass die Unschuldsvermutung so lange gilt, bis man diesem Mann etwas... Wichtig ist, das hat auch Daniel Dangelmeier, unser wichtiger Jura-Experte für den Update-Bereich, nochmal klargestellt. Nicht das Konsumieren einer Droge, also von Kokain, ist strafbar, sondern den Besitz. Ja, ja. Es ist natürlich eine Auslegungssache, wie nehme ich Kokain, ohne es vorher zu besitzen? Vielleicht als Geschenk? Wir werden euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten, was in diesem Fall passiert. Ihr könnt uns weiter Meinungen schreiben in den Comments-Bereich per Mail oder per SMS an die 72222. Und ganz wichtig, ja. Gleich, das müssen wir noch kurz erwähnen, gleich werden wir mit Roger Hornet sprechen. Der wird uns nämlich zum Iran-Konflikt, Studentenkonflikten im Iran plus, was haben wir noch? UN-Truppen im Nahen Osten, Israel. Frage, Rede und Antwort stehen. Und deswegen brauchen wir auch noch E-Mails und Fragen und so weiter an ihn, von euch. Ist zu blöd, um aus dem Busch zu winken, heißt dein neuer Smash-It. Ich habe auch gerade schon mal reingehört. Ja, sehr gut. Klingt sich sehr geil an. Ja. Sehr auch gut produziert. Ja. Gut abgemischt. Hast du selber gemacht? Oder hast Nee. Also ich habe da keine Ahnung von. Ich bin kein Produzent, ich bin Musiker. Ich schreibe die Songs mit meinem Kumpel. Du schreibst sie aber selber? Mit meinen Kumpels. Ja, ja. Das hartnäckige Gerücht, dass der Bohlen dir hilft und so alles. Nee. Also Dieter und ich sind gute Freunde. Wir teilen uns öfter mal die Frauen. Aber ansonsten muss ich ganz klar sagen, dieses Album habe ich zum Großteil mitgeschrieben. Welcher aber seiner Frauen hast du denn, du bist so blöd, um aus dem Busch zu winken, gewidmet? Das habe ich damals der Verona geschrieben. Okay. Und aber es ist ja heute nicht mehr so. Eine Signatur, also du signierst natürlich alle, denn ihr könnt die gewinnen bei uns. Abzüglich der, die mir gehört und abzüglich der, die ich auf eBay verkaufe. Genau. Den Rest könnt ihr gewinnen. Eine wird schon verkauft bei eBay. Nee, ja, Mindestgebot war 10 Euro, die liegen glaube ich jetzt bei 17, 18 Euro. Ist aber im Plattenladen günstiger. Dran? Keine Ahnung, ob ich da schon mal irgendwie ein Küsschen drauf gegeben habe, keine Ahnung. Wäre es wahrscheinlich noch mehr wert, stimmt. Wahrscheinlich. Ich habe ein paar Mails endlich bekommen und wir müssen natürlich die Votes auflösen und wir müssen notieren, was du auf Mallorca machen musst. Die Geschichte ist nämlich die, wir treffen uns da. Wie? Darf dich einen Tag begleiten, ob du willst oder nicht. Da weiß ich ja noch gar nichts von. Deine Frau hat das bestimmt. Ach so, ja die. Ja gut, von der trenne ich mich eh bald. Nicht nett. Und wir werden dich filmen. Und was du machen musst, werden wir dich filmen für unser Giga Holiday. Das darf die Community entscheiden. Es gab Vorschläge nackt Paragliding. Ja. Hättest du gemacht? Sehr gerne. Verboten. Ja, sehr gerne. Ist abgeschafft worden, ja. In El Arenal. Schade. Also hätte ich sehr gerne gemacht. Also es wäre auch ein sehr schönes Bild gewesen. Das hätte ich auch gerne so im Fotoalbum gehabt. Aber ich habe ganz kurz noch eine Mail von Nikolai. Hey ho, Grandmaster Daniel. Meine Frage an Micky Krause: Was versteckst du unter deinem Bett und im Kühlschrank? Also ein Bett habe ich nicht. Weil ich schlafe ja eigentlich nie zu Hause, ich lasse mich immer permanent von den Frauen einladen, ja. Und kommt schon mal vor, dass ich auch auf einer Luftmatratze übernachte. Und im Kühlschrank habe ich eigentlich nur Alkohol. Wodka, Red Bull, Smirnoff, Bier, San Miguel, also ich nehme mal gleich zwei 24er Träger. San Miguel, das ist ja eigentlich mit. So ein bisschen wässrig, oder? Ja, aber ist egal, also ich komme da gut mit klar. Also ich habe eigentlich okay. Nur Alkohol und, glaube ich, ein bisschen Butter da. Aber Butter ist auch mal genau. Wichtig für das Katerei am nächsten Morgen. Wenn die Türen quietschen, dann habe ich immer ein bisschen Butter dabei. Noch eine Mail von Pokohuhn. Micky Krause, ist das ein Künstlername oder ein echter Name? Das ist kein Künstlername, ich heiße Michael Krause. Nochmal für die Michael Welt da draußen. Krause. Und umso mehr hat das verdient, dass ihr seine CDs kauft. Genau. Also
Und noch was, warum bist du nicht mehr im Rio Palace? Das schreibt Marcel. Du bist der wahre König von Mallorca, hat er noch unten drunter gepackt. Sehe ich auch so, aber das testen wir auf Mallorca nochmal. Das testen wir nächste Woche, denn wir haben ja nächste Woche, wie gesagt, ihr seid dabei. Genau. Ich habe da die CD-Präsentation mit meiner Band. Ich habe eine fünfköpfige Band dabei und wir werden meine Songs alle live spielen in der neuen Mega-Arena. Das ist die Diskothek unterhalb des Megaparks. Und deswegen braucht man das Rio Palace nicht mehr? Und nein, das ist ja ein Unternehmen. Also dem Besitzer des Rio Palace gehört auch die Mega-Arena und da passen halt eben 4000 also Leute rein. Also ist grob viel gesprungen. Ja, ob ich jetzt Rio oder Mega-Arena. Auch Tanten auf Tischen, so Table Dance wie im Rio Palace? Alles dabei. Hühner geil. Sind da. Geil. Ganz schnell noch den Vote. Auf jeden Fall rüber. Ganz schnell noch den Vote. Und zwar, die Community hatte entschieden, 39% Nacktpaarung geht leider nicht. Aber entweder eine Pyramide aus lebenden Friseusen oder sich bis zum Kopf eingraben lassen im Sand. Was meinst du? Das kriegen wir wohl hin, das kannst du ja machen. Eingraben? Ja. Oder okay. Wir lassen uns eingraben von 10 nackten Friseusen. Und die müssen sich von 10 dann nackten polnischen Friseusen. Geile Nummer. Wir haben es auf Band dokumentiert. Wir lassen uns eingraben auf Mallorca nächste Woche von 10 nackten polnischen Friseusen. Bis Jungfrauen. Zum Kopf. Jungfrauen. Polnische Friseusen, deren die Jungfrauen Vorname sind. Mit Z anfängt. Das ist mir egal, aber Jungfrauen müssen sein, weil ich vertrage ja keine Kritik. Das heißt, Jeanette, die wir uns jetzt angucken. Fällt schon mal raus. Micky Krause, für euch jetzt auch im Chat auf giga.de. Gewinn die Yamaha Pacifica 312 E-Gitarre. Komm auf giga.de, klick auf den legendären Win-Button. Dann einfach das Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnen. Hol ihn dir den Wochenpreis auf giga.de. Supported by Yamaha. Commercials. Mehr Fun, mehr Action jetzt im Web. Ready to communicate. Bleib in Kontakt mit deinen Freunden in der Friend Area und hol dir die volle Ladung Spiele in der Game Zone. Gib deinem Phone den individuellen Look mit über 10.000 Logos, Picks and Tones. Zusätzlich jede Woche aktuelle Handys zu gewinnen. e+unlimited.de. Remaining tut das gut, nach einer wilden Jagd auf junge Antilopen, diese Ruhe, gepflegte Gesellschaft, geistreiche Konversation und das unvergleichliche Prickeln eines eiskalten Schwabs. Mmh. Oh, nicht zu fassen, Christopher. Mmh. Bin gleich zurück. Hässlich zugegeben, aber nützlich. Schwabs, erfrischend bissig. Download complete. Heute Abend um 21:45 bin ich wieder für euch da mit 49win, eurer Sendung, bei der sich alles um Games on Demand dreht und natürlich um eure Preise. Wir haben einen fetten Wochenpreis am Start diese Woche. Seit gestern, und zwar dieses Komplettpaket PlayStation 2, könnt ihr gewinnen. Einfach auf unsere Seite gehen, auf giga.de, dort in den Bereich 49win und die Frage mit eurem Handy richtig beantworten. Wenn ihr aber auch ein Spieleguthaben gewinnen wollt für Games on Demand von 15 Euro, das Ganze verlosen wir 5-mal jeden Abend, dann beantwortet mit eurem Handy folgende Frage. Welche Farbe hat Raymonds erster Kampfanzug im Spiel? Wenn ihr glaubt, der Kampfanzug ist grün, gebt ihr in euer Handy ein 49win.1. Wenn ihr glaubt, der Kampfanzug ist gelb, gebt ihr ins Handy ein 49win.2. Wenn ihr glaubt, der Kampfanzug ist pink, dann gebt ihr ein 49win.3. Und wenn ihr sagt, der Kampfanzug ist schwarz, dann gebt ihr in euer Handy ein 49win.4 und verschickt das bitte per SMS an die 50500, kostet maximal 49 Cent. Also lasst euch das und die PlayStation 2 nicht entgehen. Wir sehen uns heute Abend um 21:45. Start voting. Yeah.
Krause-Alarm, das beste Partyalbum der Welt, ist ab heute im Handel. Und ihr kriegt jetzt schon einen Vorgeschmack, denn Micky Krause steht bei uns auf der Bühne und der Track, den muss ich ablesen, der ist total kompliziert. Du bist zu blöd, um aus dem Busch zu winken. Hier, bitteschön, Micky Krause! Fantastisch. Großartig. Micky Krause bei MC Giga. Er lässt wieder mal richtig hier die Korken knallen und reißt die Hütte ab und winkt aus dem Busch. Und zeigt die Möpse und braucht 10 nackte Friseusen. All das. Micky Krause! So, leider muss ich mich auch schon wieder. Tschüss zusammen. Tschüss, alleine. Anderen Themen widmen. Ich habe eben verkündet, ich werde auch in diesem zweiten Teil der Stunde noch erzählen, was für eine großartige Entscheidung gestern Nacht anstand in der Sportwelt, vor allem in der US-Sportwelt. Nämlich, die Rede ist von der NBA. Dort liefen ja oder laufen, wie man es nimmt, seit geraumer Zeit die NBA Finals zwischen dem Meister der Western Conference, den San Antonio Spurs, und dem der Eastern Conference aus dem Osten, der New Jersey Nets. Und, ja, Na, richtig, gestern Nacht ist dann alles vorbei gewesen. Das sechste Spiel brachte bereits die Entscheidung, ein siebtes Spiel musste es nicht geben. Ihr wisst ja vielleicht, Best of Seven wird dort gespielt in den NBA Finals, überhaupt in den NBA Playoffs generell. Und 3-2 hatten die San Antonio Spurs geführt vor dem Heimspiel gestern Nacht gegen New Jersey und sie haben den Sack zugemacht. 88-77 gewonnen über die New Jersey Nets und sind damit Nachfolger der LA Lakers, die zuletzt dreimal in Folge den Titel gewonnen hatten. Übrigens davor wiederum hatten die Spurs den Titel gewonnen. Das heißt, die Spurs haben jetzt auch schon zum zweiten Mal innerhalb von 5 Jahren die Krone geholt. Glückwunsch San Antonio Spurs rund um ihren Superstar und übrigens auch NBA Finals MVP Tim Duncan, der gestern Nacht nur haarscharf an einem sogenannten Quadruple-Double vorbeischrammte. Was ist das schon wieder? Also, ihr wisst ja vielleicht, es gibt das Double-Double. Das heißt, zweistellige Punkte und zweistellige Rebounds am Spiel. Oder von mir aus auch zweistellige Punkte und zweistellige Assists. Ist ja egal. Auf jeden Fall irgendwas, zwei Faktoren, zweistellig. Triple-Double wäre dann das gleiche mit Punkten, Rebounds und von mir aus nochmal Assists. Und er hatte gestern, man höre und staune, 21 Punkte, 20 Rebounds, 10 Assists und auch noch 8 Blocks. Hätte er noch 2 Blocks mehr gemacht, also 10 Blocks, hätte er dann ein Quadruple-Double gehabt. Seien mal die NBA-Fans unter euch aufgerufen, mir zu schreiben, mir zu mailen. Gab es denn schon mal Quadruple-Doubles? Also meines Wissens gab es noch nie ein Quadruple-Double, aber da mag ich falsch liegen. Klärt mich auf, liebe NBA-Freaks, schickt mir E-Mails oder von mir aus eine SMS an die 72222, die dann mit Giga Gregor beginnt. Und sagt mir, ob es schon mal ein Quadruple-Double in der NBA gab und wenn ja, wann und vor allem, wer diesen Quadruple-Double geschafft hat. Ein schönes Wort für dich, Quadruple-Double. Könnte ich das stundenlang sagen, Quadruple-Double. Ein Quadruple-Double. Man, that's pretty good, a Quadruple-Double. Triple-Double, Quadruple-Double. Fantastisch, so, Links gibt's auch für euch und, ach, habe ich doch glatt vergessen, sehe ich gerade. Ich habe glatt vergessen, noch den Link reinzustellen in unsere Fantasy-Liga. Denn die ist natürlich auch hiermit quasi jetzt abgelaufen. Ende Gelände, Schlussbus, aus die Maus. Dort bin ich am Ende, ich glaube, 53. geworden. Naja, geht so. Hätte besser sein können, hätte auch schlimmer sein können. Ich glaube, Thomas ist 60. So, wo zeige ich euch denn mal den Link zu? Ich glaube, zu den NBA Finals. Hier nämlich gibt es dann alles rund um die Finalserie. Und übrigens jetzt der Meister schon zum 5. Mal in Folge. Die letzten 5 Jahre kam der Meister immer aus dem Westen. Und ich habe so das Gefühl, das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern. Zu stark einfach die Teams in der Western Conference. San Antonio Spurs, der neue Meister. LA Lakers, der alte Meister. Sacramento Kings, ein ganz starkes Team. Die Dallas Mavericks natürlich mit unserem lieben, guten alten Dirk Nowitzki, der dann verletzt in den Playoffs ausscheiden musste. Alles das, starke Teams, potenzielle Titelträger auch dann im nächsten Jahr möglicherweise. Und ich glaube, der Osten, der muss einfach noch ein bisschen Gas geben. Der muss einfach ein bisschen an sich arbeiten, neue Spieler kaufen, verpflichten, Trades einlösen, was weiß ich. Irgendwie ist der Osten schon seit Jahren ein bisschen schwach auf der Brust, nämlich genau seitdem Michael Jordan nicht mehr bei den Chicago Bulls spielt und seitdem ist der Osten nichts mehr zu holen da. So, alles weiter zur NBA natürlich im Sport- und Fun-Bereich auf giga.de. It's you. At
Äbte mir in Klee, nie Äbte mir in Klee, Äbte mir in Heu. Hm? Kennt ihr, Tom kennt den. Kennt ihr den auch? Nee, vielleicht kennt ihr aber Klee. Und die sind heute bei uns zu Gast, jetzt in dieser Stunde mit ihrem neuen Smash-Hit-Album. Mehr dazu aber gleich bei mir. Vorher schnell zu Gregor. Richtig. Äbte mir in Klee, nie Äbte mir in Klee, Äbte mir in Heu. Kenne ich nicht. Du hast eine gnadenlose Wissenslücke aufgerissen gerade. Und es schmerzt auch ein bisschen. Was wissen wir denn sonst noch nicht so über dich? Weiß nicht, du hast ja mittlerweile schon meine intimsten Details verraten. Und von daher ich wollte dir eine tolle Brücke liefern, damit du sagen kannst, ihr wisst zum Beispiel nicht, was wir dieser Stunde machen. Aber mach ich auch gar nicht dieser Stunde. Ich muss nämlich gleich weg. Mein Bus, du weißt schon, ich bin auch am öffentlichen Nahverkehr umgestiegen, wie Martin auch. Und ich werde den Platz räumen. Und Thomas wird, glaube ich, über die Formel 1 philosophieren. Ah, das wird Thomas dann machen. Gut. Thomas philosophieren. Das spricht interessant. Ah, ich gehe weiter. Tschüss. Hallo Jochen, hallo Christoph. Hallo Daniel. Ja, wir reden gleich mit Roger Hornet in genau 20 Minuten und wir reden diesmal nicht nur über den Irak-Konflikt, sondern alles, was im Nahen Osten zurzeit passiert. Also Iran, Studentenproteste, Irak, sollen wieder Unruhen sein und UN-Truppen in den Nahen Osten, also nach Israel. Das sind die großen Fragen und ich sammle auch noch Fragen an den Experten. Ah, jetzt zahlt er sich dreifach aus quasi. So sieht's aus. Okay, dankeschön. Hallo NetBeat, hallo Joe. Hallo Daniel. Was gibt's bei euch in dieser Stunde? Bei mir gibt's noch ganz schnell ein paar Comments über dieses neue spezielle Handy, was dir jeden Wunsch von den Augen abliest. Und bei der ISS gab es Aufregung. Gestern wurde nämlich ein unbekanntes Flugobjekt gesehen. Nee. Ja, vielleicht Besuch von Aliens. Wer weiß, wer weiß. Ich muss trotzdem weiter, auch wenn ich gerne bleiben einfach würde. Gerade zu dem Thema hätte ich noch so viel zu... Hallo Klaas. Hallo Daniel. Na? Na, bei uns geht's gleich mal nicht um Jochens Problem. Du weißt ja, Jochen hat mir eine Mail geschrieben, weiß nicht mehr weiter, DirectX 19. Kein Problem, um Jochens Problem geht's in dieser neuen Gynäkologensendung auf RTL gleich in wenigen Minuten wieder. Das hast du jetzt gesagt, das finde ich aber auch ekelig, muss ich sagen. Also jetzt nicht die Gynäkologensendung, sondern mir das bei Jochen, aber ist egal. Wir machen gleich ein bisschen News und wir werden Unterwasserkameras anbieten oder erzählen, ob die was können oder nicht. Digitale Unterwasserkameras. Sind ja zurzeit noch ein bisschen rar gesät, aber es gibt jetzt ein paar neue. Welche Kamera was taucht und welche nicht. Genau. Okay, tschö. Ja, ich weiß, wer sind die, die alle vorhin sind. Hallo? Ja, ich bin gerade ein bisschen vertieft in die Spielanleitung zu Dakar 2, dem Rallye-Spiel zur Rallye Dakar, das wir gleich hier im Games-Bereich noch ausführlich für die Xbox zocken werden. Von wo nach wo geht die Rallye Dakar? Wir werden kurz vor der Sahara eine kleine Zwischenstopp machen in irgendeinem Gebirge. Fast richtig. Genau, fast. Hallo Vanessa. Hallo, ich war eben gerade noch hinten im Green Room Backstage und habe Klee begrüßt. Und die hat eine richtig coole Kühlbox und das ist aber eine Tasche, wo sie Klamotten drin hat. Kühle Klamotten? Ja, gekühlte, coole Klamotten. Das war nicht ganz lustig. Soll ich noch so einen Hallervorden-Gag machen? Kameramann, cool. Nee, ich dachte, sie hat vielleicht zufällig Essenssachen mit, weil das würde natürlich heute passen, weil wir Jochen Le Chef im Inside-Bereich ganz groß machen. Denn der junge Mann hat gekocht Zebrastreifen. Ja, habe ich es probiert. Ich habe es ja gegessen. Eben. War du lebst immer noch. Erschreckend lecker. Ja, das Rezept gibt es natürlich bei Jochen, aber das Movie gibt es im Inside-Bereich und ein paar Shots und Klicks und natürlich das Giga-Menü, alles. Betten sagt Giga.de. Giga.de. Da! Wir gucken uns jetzt ein paar Fotos an. Und zwar gibt es gleich zwei Fotostories heute bei uns. Es gibt bestimmt noch viel mehr, wenn man genau sucht. Aber zwei sind wirklich richtig gut. Zum einen unser Star of the Day. Und zum anderen gibt es erste Screenshots, nein, nicht erste Screenshots, aber brandneue Screenshots zu Return of the King, der dritte Teil der Tolkien-Verfilmung Herr der Ringe. Und ich habe was gefunden und das nehmen wir jetzt einfach zur musikalischen Untermalung. Nachdem wir Mickey Krause eben hier live im Studio erlebt haben, haben wir ja dem der Tolkien-Verfilmung Herr der Ringe. Und ich habe was gefunden und das nehmen wir jetzt einfach zur musikalischen Untermalung. Nachdem wir Mickey Krause eben hier live im Studio erlebt haben, haben wir ja dem streitfähigen Geschmack die Tür geöffnet. Und deswegen darf ich jetzt auch, also richtig schön laut, und dabei gucken wir uns die Fotos an. Das Ganze gibt es, glaube ich, irgendwo bei Stars im Download-Bereich. Und es ist das neueste Heimatlied. Mal an. Und dann so, die erste Fotostory ist diese hier. Shania Twain zeigt Haut, unser Star of the Day. Schaut zum Pix, einfach draufklicken, ein bisschen warten und... Einmal dich doch heim. Jetzt wird's geil. Und du okay,
okay, das dauert dann doch ein bisschen. Aber es lohnt sich, es war gut. Das ist von Naya Twain zur Zeit mit zwei neuen Songs, Gregor. Mit zwei neuen Songs. Ja, oh, 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 mit zwei Songs in den Charts. Mein Heimatland. Und kriegt euch die Fotos, alle aus der neuen Maxim. Und noch mehr gibt es natürlich in der Maxim und noch mehr Fotos gibt es bei uns im Stars-Bereich auf Giga.de. Und jetzt höre ich auf, oder? So was zu sagen? Nee. Ja, ich kann lesen da, jetzt muss ich aufhören. Tschüss. Der Giga Games Wochenpreis. Gewinn eine PlayStation 2. Komm auf giga.de, klick auf den legendären Win-Button, dann einfach das Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnen. Hol ihn dir, den Wochenpreis, auf giga.de. Commercials. Groove Coverage, Tom Jones, 80s, Chartbox, die aktuellen Top-Hits als Serie. Das Startangebot für glatte 5 Euro. Rufen Sie jetzt an 080-585-11. Testen Sie die Chartbox Highlights mit Wolfsheim. Love Star Galactica Project. Connor und vielen anderen. Alle zwei Monate neu. Jetzt 14 Tage unverbindlich reinhören und mit 60% Preisvorteil testen. Immer mit Rückgabegarantie. Die Chartbox. Die Highlights zum Start für nur 5 Euro. Und wenn Sie noch heute anrufen, gibt es dieses Handyfeuerzeug gratis dazu. 080-585-11. Bestellen Sie jetzt. Remaining one. Haben Sie mal.